Herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Heute zusammen mit meinem Mann. Wir erkunden das Reitsportfestival. Hast du Lust? Ach ja, warum nicht? Also motiviert. ich würde sagen, wir können einfach losreiten. Das ist hier also in Moorland das Reitsportfestival. Mhm. Kannst du mir einfach folgen? Ja. Also zur Erklärung, ich kenne mich null aus in diesem Spiel hier. Ja, genau. Also ein bisschen aus kennst du dich schon, so Steuerung und so weißt du schon. Ja. Also du kannst ein bisschen schneller reiten, wenn du möchtest. Ja. Genau, also ich spiele jetzt quasi auf meinem zweiten Account, weil mein zweiter Account ist vom Level her schlechter. Und dass ich quasi nicht so schnell bin und immer wegreite, spiele ich quasi auf dem langsameren Account oder schlechteren Account. Mein Mann hat meinen Hauptaccount oder meinen besseren Account. Welches Level bist du eigentlich? 22. Ja, okay, du bist genau 10 Level über mir einfach. Hey, ich hab's halt drauf, ja. So, hier oben ist das Reitsportfestival. Okay. Genau, hier gibt's gleich so eine Quest. Sollen wir mit der anfangen, oder? Du meinst mit dem gelben Ausrufezeichen? Warte mal, es gibt auch noch irgendwo Pferde zu kaufen und ich wollte eigentlich gerne eins kaufen. Wow, ist das hier? Nein, ich drehe mich doch nicht so schnell. Wo bist du? Achso, da. Ja, dein Pferd ist, glaube ich, auch erst Level 2. 3. Ich hatte einen Magic Moment. Ah. Ja. Also du... Nein, warte mal, du bist Level 2, zeig dir mal an. Hä? Ja. Vielleicht musst du erst so ableveln. Nein, habe ich das schon gemacht. Bei mir steht 3. Okay. 60 von 600. Okay, vielleicht zeigt es mir einfach nur falsch an. Hallo Alisa, alles klar bei dir? Ja, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht, also das sind jetzt alles quasi so alte Pferde von den letzten Jahren vom Reitsportfestival, die hier stehen so zum Verkauf. Ich glaube, auf meinem Hauptaccount habe ich auch schon voll viele davon. Aber ich glaube, ich würde halt voll gerne jetzt auf meinem zweiten Account noch eins kaufen. Ich habe davon noch gar keins. Das hier sind, glaube ich, Lusitanos. Ne, Andalusia ist das hier. Das hier sind Lusitanos. In braun. Oder es ist eher so ein Dunkelfuchs. Und weiß. Und dann gibt es hier noch zwei englische Vollblüter. So Forellenschimmel und irgendwie so eine ganz... Keine Ahnung, wie diese Fellfarbe heißt. Palomino? Ja, aber es ist, Palomino ist einfarbig. Irgendwie so ein gefleckter Palomino, keine Ahnung. Da gibt es irgendwie so ganz crazy Namen dafür. Das heißt dann Overo Palomino Schecke oder sowas. Oder Tovero oder keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Pferdefarben. Deswegen sage ich jetzt lieber nichts. Aber voll gut, dass du es weißt, also in was für eine Richtung das geht. Und dann gibt es hier noch so zwei Araber. Welches gefällt dir am besten? Keins. diesen Palomino Pseudo, keine Ahnung. Ja, den finde ich ganz. Der hat ein Herz am Popo, glaube ich. Okay, das ist mir jetzt eher egal. Der hat da so ein Herz. Wie der am Arsch aussieht. diesen Lusitano hier, den mit den. Keine Ahnung, wie das heißt, so Bronze-Beige-Farben mit schwarzer Mähne. Finde ich ganz nett eigentlich, aber. Letztendlich musst du die ganze Zeit mit dem Gaul dann reiten. Ja. Also die Araber gefallen mir irgendwie nicht so, echt? Ich weiß. Gefallen die dir nicht? Na, ich mag halt Araber allgemein die Form von der Schnauze nicht so. Ja, weil die so rausgehen, gell? Ja. Aber stimmt, der hat echt ein Herz am Arsch. Also. Ja. Die haben aber fein, also Araber sind im echten Leben auch so, dass die. Ja, ja, ich weiß, die Schnauze so rausgeht. Ja. Ich weiß nicht, ich schwanke irgendwie zwischen diesen EVB, also diesen Palomino-Schecken und zwischen dem schwarzen Araber. Ich finde die irgendwie beide cool. Welches ist günstiger? Also der Araber kostet 570. Ja, das englische Vollblut wäre günstiger, der kostet nur 510. Was für einen Namen soll ich dem geben?
Keine Ahnung. Was gibt's denn da für Memes? Gibt's da keinen Zufallsgenerator oder so? Ja, schon, aber die Zufallsnamen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von so Zufallsnamen. Ich mag das irgendwie, wenn der Name schön ausgewählt ist. Also wenn es ein schöner Name ist. Oh, Lilly. Das ist eigentlich ein cooler Name. Lilly heißt doch eigentlich Seerose, oder? Hä? Ja, so auf Englisch, Lilly. So Water Lily oder? Jetzt bist du voll leise, weil dieses Kauffenster ist immer so wahnsinnig laut. Nee, es heißt Lilie. Ich dachte Seerose, aber nein, es heißt Lilie. Lilly, doch, es kann auch Seerose heißen. Water Lily, Lilly oder... Also Lilly könnte Seerose oder Lilie heißen. Sorry, bei Lilly denke ich immer an How I Met Your Mother. aber egal. Ich muss immer an diese Katze von... Also, an die Lilly denken, weißt du? Ach so, bei meinen Eltern. Ja. 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 Keine Ahnung. Sag einen coolen Namen. Ich... Keine Ahnung, was du für Auswahlmöglichkeiten hast. Hast du da diese blöde Kombinationsdinger da? Ja, oder? Man kann aber auch nur einen Namen nehmen. Man muss ja nicht zwei Namen nehmen. Ist weiblich oder männlich? Ist egal, das kannst du dir aussuchen. Was für was? Also, oh, ich kann nicht reden. Wie sieht's für dich aus? Weiblich. Gell, für mich sieht's auch weiblich aus. Alisa schreibt gerade Lily Rose, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Gibt's das? Also Rose als zweite Silbe. Das ist eigentlich wirklich eine süße Idee. Okay, dann nenne ich das jetzt so. für Alisa. Alisa hat meinen Pferdekauf bestimmt. Oder beziehungsweise at least den Namen. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Ach, da bist du ja wieder. Ja, jetzt bin ich hier mit meinem neuen Pferd. Mhm. Jetzt sind wir nämlich beide langsam. Also, weil mein Pferd ist jetzt auch Level 1, dann sind wir nämlich beide gleich schnell. So, ich muss aber noch kurz mir ein Outfit zusammensuchen, okay? Dass ich... Oh je. Nein, ich beeile mich. Ich nehme einfach... Ich habe so fertige Outfits. Ah, okay, das ist super. Also, ich habe die schon so sortiert. Ich muss nur gucken, welche Farbe gut aussieht. Irgendwie kann dieses Pferd voll viel nicht tragen. Merke ich gerade. Das kann irgendwie diese Decken nicht tragen. Das kann es schon. Nee, es ist halt eigentlich kein Westernpferd. Ich sollte irgendwas nehmen. Das Ding ist, ich habe auf dem Account nicht so viele Outfits. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach das Lila, ne? Das so lila-weiß. Guck mal, was sagst du dazu? Das passt jetzt eigentlich gar nicht so gut zu dem Pferd, aber egal. Besser irgendwas überhaupt nehmen, bevor du ewig auf mich warten musst. Ja. Wobei, ich finde das irgendwie ganz cool, weil da ist auch so ein rotes Detail, das passt voll. Ich glaube, wir sind auf Server 16, kann das sein? Ja. Ach so, genau. Ja. Oh, sorry, ich habe es gar nicht gerade gelesen. Ja, wir sind auf Server 16. Raindrop Farm oder so heißt es, glaube ich. Wie kann man das nochmal anzeigen lassen? Mit F11. Server 16, ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir eigentlich starten, ja. Erstmal eine kurze Frage zum Verständnis für mich als Nichtspieler. Was ist der Unterschied zwischen einem gelben und einem blauen Ausrufezeichen? Blaues Ausrufezeichen sind Daily Quests, also die kannst du jeden Tag neu machen. Hm. Zum Beispiel rennen oder so Stall ausmisten oder so. Okay. Und gelb ist so ein einmaliges. Also eine einmalige Quest. Okay. Gut. Die kannst du. Ups. Oh Mann, warte mal ganz kurz. Ich wollte nicht aufsteigen, ich wollte mein Pferd weiterfliegen. Die gelben. Oh Mann, schon wieder. Die gelben Quests kannst du einfach quasi einmal machen und das sind halt Story-Quests, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja.
Genau, und was gibt's dann noch? Dann gibt es noch grüne Ausrufezeichen, das einfach, wenn du es quasi erledigt hast. Ja. Okay, jetzt können wir los zu der. Tan heißt die, glaube ich. Ja, Tan. Tan, genau. Okay. Wir haben hier den Auftrag Reitsportfestival Moorland Zentrum, ja. Richtig? Okay. Willkommen am Zentrum des Reitsportfestivals in Moorland. Ich kann es kaum abwarten, dass du dir ansiehst, was es hier alles gibt. Und von den Feierlichkeiten am Jorvikstall fange ich besser gar nicht erst an. Ich werde mich da jedenfalls vergnügen, wenn meine Schicht hier vorbei ist. Jedenfalls, was wäre ein Festival ohne eine kleine Tour über die Gelände? Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Sieh dir die Läden an, den Tanzbereich und was dir sonst noch so ins Auge fällt. Okay. Hä, schau bei jeder Aktion mehr uns vorbei. Ja. Das klingt jetzt unfassbar. Okay, einfach. Ja, das ist nur so als Einführung, dass wir quasi jetzt das Update so entdecken. Und wir kriegen dafür Frühlingsmarken. Alisa schreibt gerade, ich muss noch updaten. Bei mir hat das Update auch richtig lange gedauert. Also, obwohl ich einen guten, schnellen PC habe, aber es hat locker so 5 bis 10 Minuten gedauert, bis das Update da war. Genau, jetzt tun wir einfach quasi... Du siehst ja, auf der Map sind ja diese Kreise. Und da reiten wir jetzt quasi eins nach dem anderen hin. Genau, erstmal zur Disco. Ja. Oh, jetzt habe ich außerdem schnell weggeklickt. Er hat irgendwas über Picknickplätze gesagt. Ja, lass dir die Tanzfläche nicht entgehen. In der Nähe haben wir auch viele schöne Plätze für Picknicks. Okay. Ja. Also man kann dort vielleicht auch tanzen. Man kann da so... Sollen wir ganz kurz tanzen? Hast mich. Nein, das macht es automatisch, deine Figur. Aber, du musst einfach nur reinlaufen. Boah, die Musik ist richtig laut. Ah, da gibt's hier oben den Tanzbutton. Ja, genau. Alter, du machst ja richtig Breakdance. Ja, genau, auf jeden Fall kann man hier tanzen. Okay. Die Musik ist so laut, ey. So. Genau. Was gibt's als nächstes? Da hinten ist noch irgendwo so ein Greenscreen. Der ist auch jedes Jahr da. Kommst du? Ja. Yeah. Hinter dir. Der ist hier, ja, genau. Hier kann man so mit einem Greenscreen so Fotos machen. Ah ja, man kann die Hintergründe noch dann wechseln. Wir haben auch Hintergründe, vor denen du tolle Fotos machen kannst. Perfekt für ein wenig Selbstdarstellung. Ja, okay. Hä? Wie kann man die ändern, die Hintergründe? Achso, vielleicht geht es erst, nachdem wir die Quest beendet haben. Keine Ahnung. Okay. Ich laufe mal hier ich weiter. Ich laufe dir einfach hinterher, ja. Ja. Irgendwo müsste ja hier nochmal was. Ja. Da glitzert halt der Boden so, siehst du das? Ah, da, ja. Ja, ja, ja. Ja. Wenn du dich für das Festival besonders schick anziehen möchtest, die lieben Leute dort vorne werden dir helfen, dich passend einzukleiden. Genau, hier gibt's so einen Shop dann, quasi. Ja, genau. Oha, die Farben. Hast du in den Shop reingeguckt? Du musst da ganz kurz reingucken. Da gibt's so richtig schöne. Keine Ahnung, Melonenfarbene. Okay. Outfits, die sind richtig schön. Mhm. Wo bist du jetzt hin? Ja, im Shop habe ich doch angeschaut gerade. Achso. Hast du die gesehen, die Farben? Die, ja, die natürlich Farben sind ich richtig schön, oder? So, da blinkt jetzt auch wieder. Hier kannst du auf deinen Kleiderschrank zugreifen, deine Kleidung und Reiseausrüstung in Ordnung halten. Okay. Boah. Ist jetzt so spannend. Und dann kannst du die Sachen verstauen, die du gerade gekauft hast. So, jetzt würde man gleich sagen, ah, da vorne ist noch was. Hier kannst du Geld ausgeben für, oh, das ist was. Hier. Wenn dir der Sinn einer Schönheitsbehandlung steht, schau im Shop Höchste Ästhetik vorbei, um dir die Haare und neues Make-up machen zu lassen. Hm.
Ja, heute nicht. Ich wusste das gar nicht, dass es hier jetzt einen Friseur gibt oder so. So, suchst du noch Zuwachs für deinen Stall? Du kannst hier jede Menge Pferde kaufen. Sag mal, ist dieses Make-up und die Frisuren, die es hier gibt, ist es limitiert? Keine Ahnung. Für, oh, das ist voll schön mit diesen Sommersprossen und dem Eyeliner. Für das, also gibt es die jetzt hier nur zu kaufen auf dem Reitsportfestival? Boah, hier gibt es so ein Dutt. Das ist doch neu, oder? Da steht sogar neu dran. Da gibt es neue Frisuren. Oh, das sind neue Frisuren. Also so ein Dutt halt. Mhm. Cool. Auf der anderen Seite von dem, wo du gerade bist, gibt es noch einen Haustiershop. Okay. Cool, ich finde das richtig cool gerade irgendwie. Vielleicht kaufe ich mir da noch irgendwann was. Ja, hier gibt es noch den Haustiershop, genau. Von Steve. Und dann haben wir noch einen vorne verpasst, gell? Mhm. Ja. Gibt es halt wieder die gleichen Sachen wie letztes Jahr. Ja, jetzt müssen wir in die Richtung da vorne. Wohin? Ja, außerhalb ein bisschen hier. Ah ja, genau. Hier ist so ein... dieser Schlitten da oder keine Ahnung, die Pferdekutsche. Ja, wir können jetzt noch am Jorvikstall vorbeireiten und schauen, was uns da geboten wird. Das ist eben eine schnelle Transportgelegenheit zum Jorvikstall. So, okay. Okay, jetzt müssen wir das noch abgeben, die Quest. Hier bei Tan. Das war die Tour. Ich wette, hier gibt es reichlich Dinge, die Sunrise gerne sehen und machen möchte. Ja, dem Gaul wird es eher egal sein. Und sei nicht schüchtern. Sprich mit den Leuten und schließ neue Freundschaften. Genau, okay, das Thema Freundschaften ist, glaube ich, auch ziemlich wichtig, dass man zusammen so Rennen machen muss. Ja. Soll ich die Dame gleich nochmal ansprechen? Ja. Jemand sucht dich? Mhm. Hallo nochmal, Evelyn. Alex und Linda sind vorhin vorbeigekommen. Sie haben gefragt, ob ich dich gesehen habe. Ich glaube, sie brauchen deine Hilfe bei einem Projekt drüben am Jorvikstall. Ah, okay, wir sollen einfach nur rübergehen. So, und jetzt bei ihr kannst du noch mal eine Quest machen. Siehst du das? Ja. Soll ich dich da auch annehmen? Ja, Festgelände am Jorvikstall. Mhm. Okay. Aber das war noch nicht alles. Du solltest unbedingt zum Festgelände am Jorvikstall reiten. Lily Bones und Luciana warten sicher schon auf dich. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um den Transport zum Jorvikstall dort drüben zu nutzen. Okay, dann machen wir das mal. 100 XP. Ja, voll viel, gell? Achso, das Rennen hier in Moorland haben wir jetzt noch nicht gemacht. Sollen wir das später noch machen? Ist mir doch egal, das musst du sagen. Ja, dann machen wir es später noch. Wir können einfach später wieder hierher kommen. Genau, jetzt musst du einfach nur auf diesen Schlitten klicken. Und dann teleportieren die dich zum Jorvikstall. For free, cool. Übrigens. Ja, kostet nix. Ja. Kein Transporter. Ich glaube schon, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ach so, okay, ja. Also das Make-up ist... Also die Frisuren sind auf jeden Fall Limited Edition für das Reitsportfestival und Alisa glaubt das Make-up auch. Okay, jetzt sind wir am Jorvikstall angekommen. Hier gibt es auch noch irgendwie so einen kleinen Shop. Oh, das ist richtig schön. Dieses Monochrom-Set, das ist so schön. Ich muss das dann haben. Später. Aber ich muss erstmal Jorvik-Schillinge dafür farmen. So, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier oben. Hier, guck mal. Komm zurück. Hier müssen wir lang. Ah, okay. In die Richtung, siehst du? Ja, ja, ja. Da sind auch voll viele Leute. Okay, dann reden wir mal die Dame mit dem grünen Ausrufezeichen an, oder? Mhm. Alex, jemand sucht dich. Yo, Evelyn, was geht ab? Bist du hier, um abzuhängen? Toll. ich habe Hermanns Schlüssel. Wir können uns unauffällig eine Tasse Tee bei ihm kochen. Danke. Hä? Danke für den Raid. Wie spricht man denn den Namen aus? Shikurai? Shikurai?
Ich hoffe, man spricht das so richtig aus. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wir sind hier gerade am Star Stable spielen. Also, Reitsportfestival. Genau. Das Update kam ja heute sehr spät, deswegen sind wir erst jetzt dabei. Dankeschön für deinen Raid. Und hallo, Drachenseele 7. Alisa so voll am Party machen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Quest einfach an. Oder hast du sie schon angenommen? Ich habe sie jetzt gerade angenommen. Da sagt die, keine Ahnung, wie sie hieß, Alex Neiden, wir haben Arbeit vor uns. Wir müssen den Infostand aufbauen. Was sollen wir nur als Stand oder als Tisch nehmen? Das hätte schon vor einer Ewigkeit fertig sein sollen. Achso, ich muss ja da drauf. Ja, du musst nochmal draufstehen. Oh, stimmt, da war was. Ich meine, es ist wirklich nicht unsere Schuld. Wer beauftragt denn uns damit, etwas aufzubauen? Was antwortest du? Was habt ihr gemacht, anstatt euch vorzubereiten? Willst du lesen oder soll ich? Ich mach schon. Okay. Nun ja, Linda ist total damit beschäftigt, eine Vorzeigeschülerin zu sein und liest eine Zillion Bücher am Tag. Und ich reise in der Zeit zwischen Jorvik City, Veildale und dem Stall hier hin und her. Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Das fühle ich aber. Also, um welche Art von Infos geht es, Linda? Was meinst du? Ich dachte, das hier ist deine Idee und ich soll dich nur unterstützen. Oh, ich krieg das schon hin. Wir improvisieren einfach. Wir machen schnell ein kleines Brainstorming, wie man sich um ein jorvikisches Urpferd kümmert, wie man mit einer Hexe spricht, wie man Anne findet, wenn sie mal wieder verschwindet. Wartet, ich hab's. Wie man mit seinen Druidenfreunden über Technologie spricht. Oh, wie spricht man das aus? Aydin. Steh uns bei. Ich kenne mich einfach nicht aus in dem Spiel. komm schon, das wird super. Denkst du nicht auch, Evelyn? Wir sind Soul Rider, mit uns wird alles super. Sagst du das? Ja, klar. Also, okay. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich sag das dann einfach. Das ist die richtige Einstellung. Jetzt müssen wir nur noch einen Stand bauen, ein paar Sachen für Demonstrationszwecke besorgen und Poster vorbereiten, die wir in der Stadt aufhängen können. Alles klar? Ehrlich gesagt, so langsam klingt das echt nach Spaß. Okay. Wir müssen sie nochmal anreden, oder? Ja. Wir müssen okay, jetzt erst die Materialien finden, um den Stand zu bauen. Okay. Jo. Toll. Weil die beiden ein bisschen faul waren, dürfen wir jetzt denen ihre Materialien suchen. Ich sehe dich gar nicht in dem ganzen Gemenge irgendwie. Ich komme zu dir. Wieder, ja, ich habe dich wieder gefunden. Ja. Hier sind so viele Leute. Also hier hinten, schau mal, da glitzert irgendwas. Hä, wo siehst du muss erst. Ja, doch, da siehst du das nicht. Hast du die Quest nicht angenommen? Keine Ahnung. Bei mir steht da jetzt suchen. Vielleicht musst du nochmal mit Alex oder Linda da sprechen. Könnte sein. Also, dann hast du die Quest. Jetzt läuft es. Okay. Voll erschrocken. Oh, danke schön für dein Abo. Und hallo Luzi 0206 und vielen, vielen lieben Dank, Drachenseele? Für dein Abo, dankeschön! Falls ihr euch fragt, warum diese Musik bei meinem Abo-Alert so lange ist, also die Musik ist erstmal aus Animal Crossing, weil ich auch sehr viel Animal Crossing streame. Genau, und das ist so ein richtig cooles Lied aus Animal Crossing. Das habe ich mir dafür ausgesucht. Mein SSO laggt so heftig am Jorvik-Stall, weil es auf meinem Server so voll ist. Ja, wir sind extra auf einen ziemlich leeren Server gegangen. Am ersten Update-Tag ist es ja sowieso immer mega voll auf den Servern, aber ich finde, es geht eigentlich voll. Laggt's bei dir? Bei mir überhaupt nicht. Voll gut, okay, gut. Ja. Ja. Laufen wir zum nächsten hier, Kringel? Ja. Laufen wir weiter. Bei mir läuft es eigentlich auch nicht. Aber wir haben auch, glaube ich, beide einen relativ... Ja, okay, ich habe den besseren PC, aber...
Wir haben auch eine ganz gute Internetverbindung. Ich finde, das ist bei Star Stable auch nochmal voll wichtig, eine gute Internetverbindung zu haben. Aber ja, wenn die Server überlastet sind, dann bringt der beste PC und das beste Internet einem auch nichts mehr. Ja. Ach krass, man muss hier irgendwie so eine Leertaste drücken. Okay. Hattest du das auch gerade, so mit so einer Leertaste drücken? Ich hab doch, also bevor du deinen Stream angemacht hast, musste ich doch für dich diesen Stall ausmischen da in, keine Ahnung, wo das war. Da musste man auch beim Kacke finden, ja, immer die Leertaste drücken. Ach echt? Ja. Haben die das geändert? Als wäre das ein Erfolg, dass du da jetzt, ja, da das ist neu. Ja, Alisa schreibt auch, ja, das ist neu. Ach krass, okay. Ich wusste das nicht. Okay. Ja, man sieht, ich spiele ein bisschen selten Star Stable. Wir müssen hier... Ich glaube, du reitest ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist gut möglich. Ja. Komm mal nochmal durch das Tor durch. Ja. Wir müssen hier nach links. Ah, stimmt. Siehst du? Ja. Ja, okay. Ja, das ist schon seit 2 Wochen so. Ja, man merkt, ich habe seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Also ein bisschen länger schon seit 2 Wochen. Wann habe ich das letzte Mal Star Stable gestreamt? Da habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, Star Stable gespielt. Irgendwie ist schon ewig her, oder? Ja, bestimmt schon 4, 5, vielleicht auch 6 Wochen, keine Ahnung. Wir haben ein paar Mal It Takes Two zusammen gestreamt. Dann hast ja, du aber danach habe ich auch Animal Crossing gemacht. Danach, also nach unseren It Takes Two Streams und auch nach Animal Crossing habe ich trotzdem nochmal, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen habe ich das letzte Mal Star Stable gestreamt und da habe ich es auch das letzte Mal gespielt. Das Schlimme ist, wenn ich Star Stable privat spiele, das Einzige, was ich mache, ist online kommen und irgendwelche Pferde kaufen. Das ist das Einzige, was ich privat mache. Pferde leveln? Nein, ich level die immer nur im Stream. Hast du dir die Serre Française angeguckt? Nein, die habe ich mir noch nicht. Also ich habe sie mir halt so in diesem Trailer in YouTube und so angeguckt, aber ich fand die jetzt nicht so schön, deswegen habe ich sie mir im Spiel noch gar nicht angeschaut. Ich tue halt immer nur Pferde mir anschauen, die ich dann auch kaufen will. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinreite. Ja, ich check's irgendwie auch gerade nicht so. Vielleicht müssen wir hier hoch. Guck mal. Das ist irgendwie in die Richtung. Dieser Kringel. Nee, irgendwie passt das nicht. Ich glaube, wir müssen innen ins... innen im Gelände, in diesen... Auf der Innenseite von der Mauer, siehst du? Ja. Ah, ich reite die ganze Zeit gegen die Mauer. Richtig nervig. Ah, hier hinten, ja. Hier ist irgendwas. Aber auch anders gesagt, was nützt einem der beste PC, wenn das Internet nicht mitspielt? Gut, wenn man beides hat. Das stimmt auch natürlich, ja. Zum Glück haben wir Glasfaser. So, okay. Wir brauchen noch ein wenig aktuellen Technikkrempel. Dein Laptop wäre perfekt, Linda. Wieso denkst du, ich hätte meinen Laptop dabei? Meine Tasche ist voller Bücher und Notizblöcke. Wie wäre es mit deinem Handy, Alex? Nehmen wir doch einfach das. Ich habe es vergessen aufzuladen. Akku leer. Tja, nun, ich denke, wir kommen mit den Materialien aus, die wir, ich meine, Aurora gesammelt hat. Ach so, wir sind schon fertig. Bist du auch schon fertig? Ja, genau. Es funkelt da gerade so ein Fernseher vor mir und explodiert, gefühlt. Okay, gut. Ich bin auf Server 1 und habe das Gefühl, beim Event loggen sich immer alle wieder ein, weil die meistens sonst nichts mehr zu tun haben und dann ist das bodenlos voll. Ja, das stimmt. Hä, warum stehen wir jetzt ohne unser Pferd? Keine Ahnung. Reden wir doch mal mit Alex. Ja, reden wir mit Alex. Das stimmt. Also ich habe das auch mal das Gefühl, dass viele sich nur zum Update einloggen. Also, ja. Okay, möchtest du vorlesen, so, oder? Ja, klar. Tada, ein Meisterwerk. Toll. Jetzt brauchen wir noch Dekorationen. Und wie könnte man besser Pferde sind toll sagen, als mit Luftballons? Tin Can? Tin Can. Keine Ahnung. Ach, Tin Can. Kaut gerne auf ihn herum. Ja, sein Geschmack ist etwas sonderbar. Wer oder was ist Tin Can? Das ist ihr Pferd. Also,
Das, also dieses gelbe Pferd, siehst du das? Ah, stimmt, da steht es ja drüber, ja. Ja, genau, das ist Tin-Chan, ja. Immerhin tunkt er sie nicht in Ranch-Dressing. Bist du da sicher? Ha. Igitt. Hä, aber was ist das jetzt für eine Quest? Achso, nee, wir müssen die irgendwas mit den Luftballons, hat die ja gerade gesagt. Ach man, ich sollte auch mal vielleicht aufpassen, ne? Ja. Ich dachte gerade so, hä, was sollen wir jetzt machen? Was ist das für eine komische Quest? Ich habe trotzdem keine Ahnung, auch wenn ich sie jetzt angenommen habe. Dieses Spiel ist seltsam. Weißt du, in welche Richtung du laufen musst? Also da sind halt diese Kringel am Boden, ne? Ja. Alisa, was meinst du mit 63% schon geschafft? Schon fast geschafft? 90%? Ihr Update. Ach so, das Update! Ach, ja. Sorry, ich hatte es ja vorher geschrieben. Ich bin ein bisschen lost. Danke, dass du dabei bist. Ohne dich wäre ich jetzt so voll lost gewesen. Ja, warte, ich tue die Karte mal ein bisschen ranzoomen. Vielleicht sehen wir es da ein bisschen besser. Hä? Ach so, hä? Ich habe jetzt hier irgendwie so eine Quest bekommen. Ach, egal. Bei der Lily Bones, das können wir auch noch später machen. Okay, jetzt hier runter. Ja, da ist so eine. Siehst du die? Die steht auf so einem Podest. Auch schon da. Ja, das können wir später machen. Also jetzt gehen wir erstmal da runter. Hier glitzert irgendwas. Ach so, wir müssen die Ballons einfach aufstellen. Ach so. Das hat sie ja gesagt. Mann, warum passe ich denn nicht auf? Was ist denn los mit mir? So, jetzt müssen wir, glaube ich, einfach nur diese Ballons aufstellen. Hast du schon einen aufgestellt? Den ersten? Den Grad, wo wir vorbeigerinnen sind. Okay. Ach so, ja, genau. Ich wollte sagen, ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute sich nur, also ich kann dem zustimmen, was Luzi geschrieben hat, dass viele Leute sich nur einloggen, um einfach zu gucken, was halt das Update ist und so. Und vor allem, wenn es zum Beispiel gerade kein Event gibt, dann spielen viel, viel, viel weniger Leute. Das Ding ist, ich habe halt eigentlich, hier ist noch so ein Ballon, ich habe halt eigentlich voll viele Sachen noch offen. Zum Beispiel, ich habe noch auf meinem Hauptaccount auch noch nicht das Seelenreiten gemacht und auch nicht das mit den Lichtern sammeln und so. Also eigentlich habe ich noch voll viel zu tun, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist irgendwie gerade so ein bisschen die Luft draußen. Ich liebe halt die Events bei Star Stable, die spiele ich wirklich sehr gerne. Das mit den Lichter sammeln macht mir eigentlich auch Spaß, aber irgendwie fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit dazu. So, jetzt ist bei dir auch schon das fertig, also die Quest. Ja. Okay, gut, dann können wir wieder mit der sprechen, mit der Alex. Ich finde, wir haben ziemlich gute Arbeit geleistet. Okay, wunderbar. So, dann reden wir jetzt die andere an. Du hast ja eine Pause verdient, warum probierst du mit Sunrise nicht mal das Geländerennen aus? So viel zum Thema Pause. Und vielleicht sogar die Elite-Version des Rennens. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Ah, okay, cool. Okay. Ja, ja, und jetzt machen wir. Können wir dann die Rennen machen? Mhm. Ich habe auch noch einige Quests, für die man Ruf sammeln muss, offen, weil die mir irgendwie keinen Spaß machen. Zum Beispiel das mit dem Angeln. Oh ja, das mit dem Angeln habe ich auch noch nicht fertig. Also generell Rufquest habe ich noch nicht fertig. Ich habe auch zum Beispiel. Es gibt ja noch diese Quest, wo man diese Spinnen sammeln muss. Die habe ich auch noch nicht fertig. Ja, also ich kann das auf jeden Fall voll gut nachvollziehen. Die Rennen sind jetzt hier unten, schau mal. Mhm. Ach ja, da kann man ja anreden mit so einem blauen Ding. Ja, genau. So. Boah, wir hier stehen ganz so viele Leute. Ja. Einfach von oben nach unten alle durch? Ja, genau. Oder? Einfach von oben nach unten alle durch. Die ersten sind so Einzelrennen. Ja. Und danach müssen wir in eine Gruppe und dann müssen wir so ein Gruppenrennen machen. Okay? Ja, ja. Du weißt, wie schlecht ich in diesen Rennen bin. Hast du schon gestartet? Ja, ja, klar. Ich bin da schon hier voll drin. Ich bin voll gefailed. Ach stimmt, du bist vor mir gerade stehen geblieben. Echt? Bin ich schon vor dir? Ich dachte, du wärst besser. Ich habe doch den langsameren Account. Eigentlich müsstest du besser sein als ich. Das ist echt gut, dass wir das so rummachen. Aber stell dir mal vor, wir würden es andersrum machen. Also du hättest den langsamen Account. Oh, das wäre die Hölle, also.
Dann müsste ich immer 10 Jahre auf dich warten. So rum ist ganz gut, wenn du schneller bist. Ja. So, ich kenne die Rennen halt schon von letzten Jahr. Das sind halt genau die gleichen Rennen von letzten Jahr. Wow. Die Musik, die am Ende kommt, wenn man das Rennen geschafft hat, die ist voll schön. So, ich mache gleich das zweite Rennen. Bist du auch schon so bald? Ja, ich spreche die gleich an hier. Okay, ich warte einfach. Ich sehe dich da ja gerade. So, ich mache jetzt natürlich gleich hier Elite. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Achso, da hast du gerade dein im Rennen noch dein Pferd gelevelt? Ja, habe ich. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich war so, hä, warum bleibst du jetzt auf einmal stehen und steigst? Und dann kam diese Animation. Aber ja, ich habe es auch gerade gemacht. Das ist der wahre Profi-Move hier, weißt du? Also so wird's gemacht. Ja, sorry. Ich bin nicht so ein guter Star Stable-Spieler wie du. Aber hey, du hast noch keinen Fail gehabt. Ich bin genau neben dir. Jetzt, wie kann es eigentlich sein, dass ich schneller bin, obwohl du... Ach so, nein. Weißt du, warum ich schneller bin? Warum? Ich habe ein verpflegtes Pferd, weil mein Pferd haben wir ja gerade neu gekauft. Und dein Pferd ist ja nicht verpflegt und deswegen ist es langsamer. Obwohl du ein besseres Level hast. Ja. Okay, ich bin gefailt. Ich bin voll weit im Voraus. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade so flexen und so sagen, ah, ich bin voll weit vor dir. Aber dann bin ich selber voll hängen geblieben. Ah, ich krieg voll schlecht die Kurve, ey. Was ist das? Alter, was für ein... kein fertiger Zustand hier. Die Steuerung ist irgendwie ganz komisch, finde ich. Haben die etwas an der Steuerung geändert? Vielleicht kann mir das ja jemand aus dem Chat sagen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Steuerung ist anders geworden, aber ich weiß es nicht. Also. In den letzten 3 Wochen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie ist es so verzögert. Ich weiß nicht warum. Eigentlich nicht? Okay. Dann ist es vielleicht einfach, liegt es vielleicht einfach nur daran, dass ich ein schlechtes. Das ist einfach nur Scheiße. Ja, das wollte ich gerade sagen. Liegt vielleicht einfach nur daran, dass ich ein schlechtes Reiter- und Pferdelevel habe. Oder wir es einfach nicht blicken und nicht können. Bist du eigentlich schon im Ziel? Nein, ich bin ganz knapp hinter dir. Jetzt bin ich im Ziel. So, ich habe jetzt dafür keine Auszeichnung bekommen. Wir waren einfach zu langsam bei dem Elite-Rennen. So, und jetzt kommt noch das Springen. Springreitrennen. Oha, mein Ruf hat sich verbessert im Jorvik-Stall. So, ich mache jetzt gerade das Springrennen. Machst du das auch schon? Ich fange jetzt gleich an. Cool. Ich hatte auch noch ein Level-Up gerade. Ich habe es wieder im Rennen gemacht. Spart Zeit. Weil man kann nämlich jetzt, das ging davor nicht, das war voll nervig, das hat mich mega genervt, dass man, also früher war das ja so, wenn das Pferd ein Level höher geworden ist, dann kam da einfach nur so ein Satz, ja, dein Pferd ist um ein Level gestiegen. Und dann kam ja diese Animation, dass das so ein Kreis kommt und dass das Pferd so nach oben steigt. Und man konnte dann quasi in der Zeit, wo das Pferd um ein Level gestiegen ist und diese Animation kam, konnte man nichts machen. Und jetzt ist es so, dass man trotz dieser Animation wieder reiten kann, weißt du? Also man kann trotzdem laufen. Das haben die jetzt geändert, das ist auch neu. Das finde ich voll gut, weil es hat mich auch mal genervt, dass man da so stehen geblieben ist. Nur um das zu leveln so. Ey, ich bin sowas von schlecht in dem... In dem Springen? Ja. Echt? Ja. Oh, endlich vorbei. So, dann können wir jetzt eine Gruppe machen. Und dann können wir die anderen 2 Rennen noch machen. Warte, ich lade dich einfach in der Gruppe ein, okay? Warte mal, ich habe gerade ein Level Up. Gruppeneinladung. Mhm. Ja, genau, jetzt sind wir in einer Gruppe. Und jetzt können wir diese tägliche
richtiges Gruppenrennen einfach machen. Müsste das jeder von uns extra annehmen, das? Nee, oder? Du musst einfach nur, siehst du, oben links ist so Geländesrennen des Reitstall. Und dann steht da so verlassen oder okay und dann musst du auf okay drücken. Und dann startet es. Also wenn alle sozusagen in der Gruppe auf okay gedrückt haben, dann startet das Rennen. Okay, müssen wir irgendwas beachten jetzt oder einfach nur... Jetzt ist es halt so, der zuerst also ins Ziel kommt, der löst dann so einen Countdown aus. Und dann musst du innerhalb von, glaube ich, einer Minute oder zwei Minuten ins Ziel kommen. Sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Ziel komme, dann hast du noch zwei Minuten Zeit, um auch ins Ziel zu kommen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Genau, also dann sonst, wenn du es nicht schaffst, dann... Hast du, also musst du das Rennen nochmal machen. Aber das schaffst du schon, also das ist ja nicht schwer. Das haben wir ja gerade schon gemacht. Das ist eigentlich das gleiche Rennen, nur nochmal halt als Gruppenrennen. Ich finde die Items, die man durch die Marken bekommt, sogar richtig schön. Sehe ich gerade leider. Warum leider? Das dauert safe ewig, bis man alles zusammengesammelt hat. Oha, du warst voll schnell nach mir im Ziel. Aber hast du gesehen, da kam so dieser Countdown? Mhm, ja, habe ich gesehen. Ja. Aber genau. So, und jetzt noch das zweite Rennen. Also ich habe mir die Markensets noch nicht angeschaut. Ich habe mir nur die Bezahlsets angeschaut. Und da gibt es ja dieses Melonen-Set. Das ist so eine Mischung aus so Peach und, keine Ahnung, so Orangefarben, so... Die Farbe ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Das hätte ich voll gerne, aber das kostet immer so viele Jorvik-Schillinge. Und ich kaufe die Sachen nie mit Starcoins. Ich spare meine Starcoins immer für Pferde. Und kaufe immer alles mit Jorvik-Schillingen. Da mache ich immer so Championate und keine Ahnung was, dass ich viele Jorvik-Schillinge habe. Oder Archäologie ist auch richtig gut für Jorvik-Schillinge. Und dann kaufe ich immer alles von Schillingen. Und immer, wenn es so, keine Ahnung, Festivals, wie sagt man dazu, Events gibt. Ja, Events, genau. Immer, wenn es Events gibt, zum Beispiel auch beim Winterdorf oder so, da suchte ich immer jeden Tag. Das ist richtig schlimm. Ich spiele immer so monatelang kein Star Stable und dann kommt irgendwie so ein Event, was mir gefällt und dann suchte ich wieder so jeden Tag. Gell? Du kannst es bestätigen, oder? Ja. Und wenn du nicht selber suchtest, muss ich für dich suchen. Ja. Beim Winter-Event war das vielleicht so. Vielleicht, okay. Aber immerhin musst du dann, also dann kannst du die rennen, weil du die jeden Tag dieselben machen musst, weißt du. Dann ist nicht so schwer. Mein Mann findet es nämlich immer voll schwer, die Rennen in Star Stable zu machen. Der sagt immer, er versteht nicht, wie man diese Strecke sieht, sozusagen. Ja. Obwohl das eigentlich voll einfach ist, weil da sind ja diese grünen Pfeile. Man kann das eigentlich schon sehen. Es gibt ein so ein dämliches Rennen, da landest du auf einmal in so einer Stadt. Da rennst du einen Berg hoch und da stehst du in so einer Stadt, musst du über so Autos drüber rufen. Und da siehst du nicht, wo du hin musst als nächstes. Meinst du das New Hillcrest? Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, aber das ist auch das schwerste Rennen im Spiel, glaube ich. Wenn ich nicht so viele Sets schön finde, muss ich halt nicht so viele Marken sammeln und jetzt schon, das stimmt. Ja, aber ich glaube, das mit den Marken geht eigentlich immer relativ schnell. Also habe ich zumindest so im Gefühl. Wir können ja mal gucken, wie viele Marken wir jetzt schon gesammelt haben. Wir haben ja jetzt schon 30 Marken und ich glaube, so ein Teil... Also ein Marken, keine Ahnung, wie sagt man dazu, Set, oder halt ein Teil von dem Markenset kostet immer so um die 30. Hast du gerade gelacht? Achso, okay, ich dachte, du hast gelacht. Also es geht eigentlich, also ja, es ist schon immer so viel Arbeit zum Sammeln und so. Aber ich finde, es lohnt sich, weil man kriegt es halt einfach dann for free. Und für mich ist es halt noch voll praktisch, ich mag ja nicht so gerne Pferde leveln. Und bei den Events kriegt man immer so wahnsinnig viele Pferde-XP. Das finde ich mal voll gut. Weil, ja, dann muss man einfach weniger Pferde leveln. Auf die klassische Art und Weise. Ja,
Ich glaube, wir haben ja jetzt gerade pro Rennen 800 Pferde-XP bekommen, oder? Ja, wir sind sehr schnell auf Level 7 gelandet. Ja, ich bin auch schon auf Level 7. Mich hat das Pferd gerade gekauft. Also am Anfang vom Stream. Also ich bin jetzt, wie lange streamen wir schon? 46 Minuten innerhalb von einer Dreiviertelstunde auf Level 7. Das ist so krass. Ja, und das wäre sicher nur schneller gegangen, also. Ja, wenn wir jetzt nicht so viel gelabert hätten. Ja. Ja. Aber das ist schon krass, muss ich sagen. Weil ich denke mir irgendwie so, früher hast du dafür, also früher vor, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren hast du dafür, keine Ahnung, 2 Wochen gebraucht oder so. Und jetzt kannst du es einfach an einem Tag wahrscheinlich ausleveln. Wenn du dich, also wenn du richtig jedes Rennen machst und alles, kannst du es, glaube ich, locker an einem Tag ausleveln. Siehst du dieses grüne Ausrufezeichen? Hast du das auch? Ja. Lass uns mal da hinreiten. Das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich wieder bei den einen da. Linda und Alex. Ja. Mir hat es dir gefallen. Ich bin voll erschrocken, weil ich kam gerade zum Geräusch von den Trockenblumen. Ich dachte, Fipsi wäre schon wieder in den Trockenblumen drin. Aber der schläft. Keine Ahnung, wo deine Karte sind. Nee, der schläft. Ja, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Wie hat es dir gefallen? Bei dir sieht es kinderleicht aus. Okay. So, hast du Alex ansprechen? Ja, hast du die schon angesprochen? Jetzt. Oh. Labert gerade Alexa? Ja, genau. Ich Ach so, weil du Alex gesagt hast, ist Alexa genau. angegangen? Ja. Oh. Ja. Okay, ich mache gerade diese Poster zum Verteilen fertig. Moment, schreibt man Druide mit IE. Warum siehst du mich so an denn da? Naja, egal, ich mache das schon richtig. Evelyn, hängst du sie in Jarlaheim auf? Okay. Also, bei dir wird Aurora stehen, denke ich mal. Ja. Ja. Poster verteilen. Gut. Ja, jetzt müssen wir da rüber nach Jarlaheim. Weißt du, wo das ist? Nö, sollen wir noch kurz zu dieser anderen hier gehen, wo grün ist? Ja, können wir machen. Mhm. Boah, ich habe so viele Quests offen. Aber gut, der Account ist auch erst Level 12. Lily Bones, ja. Festgelände am Jorvik-Stall. Mhm. Yo, yo, yo. Willkommen. Super, dass du es geschafft hast. So, sollen wir sie gleich nochmal anreden? Ja, ich habe sie schon angesprochen. Achso. Damit haben wir denn hier... Luciana und ich haben uns schon gefragt, ob du unterwegs verloren gegangen bist. Wer ist Luciana? Egal. Als erstes will ich mit meinem Reim... Will ich meinen Reim an dir ausprobieren? Ich will die anderen Clubs zu einem Wettkampf herausfordern, aber nicht irgendeinen Wettkampf. Ein Rap-Wettkampf. Yo, Bobcats und Foxes, egal was ihr macht, vor dem ich raus ist klar, dass es kracht. Ich weiß, dass dein Pferd nur im Stall steht, aber mein Raffenfaxer vom Schwanenteich, der zeigt dir, wo es lang geht. Was lese ich hier? Weißt du, das Beste ist, dass niemand weiß, wie man Raffenfaxer vom Schwanenteich ausspricht. Deswegen kann niemand meine Texte klauen. Das stimmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Das stimmt. Lilly ist überrascht nicht, dass Tan darauf besteht, dass wir das Reitsportfestival hier zu zweit organisieren. Ja, leitet es. Und bevor du dich in eine weitere Rap-Session stürzt, sollten wir unserer neuen Besucherin vielleicht das Festival vorstellen. Oh ja, klar, das wäre unsere Aufgabe, schätze ich. Ich meine, wir heißen dich willkommen zum Reitsportfestival am Jorvik-Stall. Luciana, wie war ich? Sehr präzise. Ist das gut? Also wir sind jedenfalls super happy, dass du hier bist. Das hier ist unser Lieblingsfestival. Die perfekte Gelegenheit, Zeit mit Freunden zu verbringen und noch viel wichtiger, es geht doch nichts über den Wettkampf zwischen den Reitclubs. Richtig, Luciana? Ist mir nicht übel, aber anders als die Bulldogs werden die Flying Foxes natürlich auch dieses Jahr die Konkurrenz wieder weit hinter sich lassen. Wenn ich mich recht erinnere, lagen aber die Bulldogs letztes Jahr überall vorne. Okay, wir müssen Luciana ansprechen. Mhm. Wir könnten den ganzen Tag so weitermachen, Evelyn. Ich bitte dir lieber eine Führung über das Gelände an, damit du dir unser Reitsportfestival aus der Nähe ansehen kannst. Was sagst du? Toll, jetzt haben wir die Führung vom Reitsportfestival quasi am Ende gemacht. Ja. Also wir haben schon alles gemacht, die Rennen und alles, und machen erst jetzt die Führung. Naja, das macht nichts, okay. Seit Sunrise sind du bereit, dich vom Reitsportfestival verzaubern zu lassen. Ja. Okay, gut. So. Jetzt reite die so weg, siehst du? Wir müssen der, glaube ich, hinterher reiten. Siehst du's?
Die reitet da so weg, dieser NPC auf dem schwarzen Pferd. Siehst du die? Ah, ja. Ich glaube, wir müssen der hinterher reiten. Ja. So, ich muss mal ganz kurz den Chat lesen, okay? Ja, klar. Da fühlt sich jemand angesprochen. Ja, also ich weiß nicht, was mit unserer Alexa los ist. Also wir haben zwei Alexas und die sind beide so empfindlich irgendwie. Hier auf dem Hof kannst du bei den Läden vorbeischauen und dem Pferden Hallo sagen. Wusstest du, dass die Scheune da drüben über 100 Jahre alt ist? Dahinter verbirgt sich eine interessante Geschichte. Hauptsache, sie erzählt uns die Geschichte nicht. Weißt du, es sind immer so Leute, die so A sagen, aber nicht B sagen. Nicht B sagen. Hier haben wir unsere beeindruckende Outdoor-Arena, in der viele große Wettbewerbe stattfinden und die Pferdemärkte, wenn sie in der Stadt sind. Anscheinend war sie auch ein beliebter Veranstaltungsort für Konzerte. Also die Arena. Ich hab's nicht gecheckt. Meine Frau ist schon nochmal im Chat. Umgekehrte Reihenfolge. Hä? Das check ich nicht. Ja, wegen dem, wie wir es gemacht haben. Ach so. Ja, wir haben es halt in der falschen Reihenfolge gemacht. Ja, das stimmt. Die Frage vor. Achso, ja. Was für Spiele zockt ihr? Also zusammen zocken wir aktuell It Takes Two. Die ersten drei Stream-Wiederholungen gibt es auf YouTube zu sehen. Ich glaube, wenn du Ausrufezeichen YouTube in den Chat schreibst, dann müsste der Link zu meinem YouTube-Kanal kommen. Da gibt es die ersten drei Stream-Wiederholungen von It Takes Two. Das wollten wir eigentlich auch weiterspielen. Vielleicht machen wir das morgen oder übermorgen. Und was zocken wir noch? Also ja, aktuell jetzt im Stream so nichts anderes, aber wir hatten vielleicht vor, nochmal im Stream so Minecraft zusammen zu spielen oder so. Und ich streame noch alleine Animal Crossing und Star Stable streame ich normalerweise auch alleine. Ja, keine Ahnung, was spiele ich noch? Ich spiele halt privat ein bisschen mehr als im Stream. Zum Beispiel Sims oder so. Ja. Aber Sims haben wir irgendwie noch gar nicht gestreamt. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum. Das wäre eigentlich irgendwie, für einen Stream finde ich Sims eigentlich immer cool, weil Sims ist sowieso ewig lang. Also da kann man ja drin versinken, sozusagen. Das würde sich für einen Stream auch lohnen. Okay, YouTube-Abos raus, das ist lieb, danke schön. Danke. Okay, ich würde sagen, ich habe noch das eine vergessen zu lesen von Luzi, dass sie dachte, sie ist die Einzige, die nicht so gerne levelt. Ich glaube, es geht vielen so, dass Leute nicht so gerne leveln. Also ich kenne tatsächlich einige, die nicht so gerne leveln, aber ja, also ich kann da auf jeden Fall mitfühlen. Ich level nicht so gerne. Deswegen bin ich immer froh, wenn es die Events gibt, weil, wie gesagt, da kann man ja dann immer viel, viel schneller leveln. Auch, also bei jedem Event eigentlich, gibt es immer mega viele Pferde-XP, das liebe ich immer. Und da versuche ich dann immer so meine Pferde, die ich immer die ganze Zeit kaufe, wegen meiner Kaufsucht in Star Stable, versuche ich die dann immer an den Events zu leveln. Okay, Janika, heißt sie Janika oder Janika, keine Ahnung, kann dir dabei helfen, dich auf die verschiedensten Wettbewerbe im Gelände und Springreiten vorzubereiten. Du solltest deine Freunde dazu einladen, mit dir zusammen an den Wettbewerben teilzunehmen. Ah ja, das haben wir eigentlich schon gemacht. Apropos Springwettbewerb, du hast Zias Strecke in der Reithalle. Hast du Zias Strecke in der Reithalle in Moorland schon ausprobiert? Ich kann sie dir wärmstens empfehlen. Das haben wir noch nicht gemacht. Also, nein. Da gab es, glaube ich, so einen Update. Also, es gibt halt so eine Reithalle am Silverglade-Landgut. Dort gibt es so Rennen und die wurden überarbeitet, glaube ich, irgendwie. Also, da gibt es jetzt halt neue Rennen. Vor, keine Ahnung, ein paar Wochen gab es da so ein Update dazu, aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Also, ja. So, die Tribüne war lang in einem so schlechten Zustand, dass jahrelang niemand darauf sitzen durfte. Jetzt ist sie endlich repariert worden. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf dem gleichen Stand, oder? Weil ich glaube, du warst ein bisschen voraus, oder? Ja, aber nur den einen. Okay. Die Hauptsache ist, dass man Spaß hat. Ja, das stimmt auf jeden Fall, genau. Deswegen level ich nicht, sondern kauf nur einen. Weil einkaufen mehr Spaß macht als leveln. Oh Mann, ey. Das klingt wirklich so, als wäre ich so mega kaufsüchtig. Aber eigentlich, also, es ist nur in Spielen so. Im echten Leben bin ich nicht so drauf. Ich gehe voll ungern shoppen, sogar.
Aber in so Games liebe ich das so, so Sachen so vollständig zu haben. Ich liebe so, wenn man auch so, keine Ahnung, bei Star Stable, so zum Beispiel die ganzen Limited Edition Sets von den Events und so. Ich muss dann immer alle haben. Das ist richtig schlimm bei mir. Und auch die Haustiere und so. Ah, der streichelt so. Guck dir das Schwein da an. Das ist richtig glücklich. Wir haben eigentlich auch ein Schwein. Irgendwo in unserem... Also was in, haben wir? Ja, also wir haben so ein Schwein als Haustier, können wir haben. Hier in unserem Lager. Ach so. Also, ich meinte nicht zu Hause haben wir ein Schwein. Das hätte sich jetzt auch so anhören können. Nein, wir haben nicht zu Hause ein Schwein. Wir haben nur Katzen. Ist fast dasselbe. Spaß. ja. Ah, die Baroness ist hier. Sie ist fest entschlossen, den besten Wettbewerbsteilnehmer des Festivals zu finden. Das werden du und ich sein, Sirio. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier auch gerade bei Sirio gewesen. Achso, okay. Das ist Chloe. Sie wird dich zu einer Reitprüfung herausfordern. Weißt du, es geht nicht bei jedem Wettbewerb darum, wie schnell du ins Ziel kommst. Manchmal ist es das Wichtigste, die Verbindung zwischen dir und deinem Pferd und eure perfekte Zusammenarbeit. Schau dir nur Sirio und mich an. Die ist wahnsinnig eingebildet, kann das sein? Ja, ja, ja. Die ist auch so ein Filmstar. Also da gab es mal so eine Quest dazu am Anfang, dass die da irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so einen Film gemacht haben, irgendwie so Ella Canter oder so. Und da war die dann so die Hauptrolle mit ihrem Pferd, da war die auch ein bisschen eingebildet. Ja. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube da rein. Hey, wo bist denn du? Ja, ich weiß auch nicht, wo bist du? Ist ja, die Frage. Ja, wo man die Quest wieder abgibt. Ach so, ja, da bin ich noch nicht. Ich komm schon. Sorry. Ah, ups, ich bin voll drüber gerannt. Hallo, ja, die Diva von SSOC. Ja, ja, die ist so ein bisschen Diva. Wobei, man muss auch sagen, Loretta ist ja eigentlich auch so eine richtige Diva. Also es gibt mehrere Diven in SSO. So, das war's mit meiner Tour. Danke, dass du mich begleitet hast. Jetzt hat die nochmal eine neue Quest, ja. Danke, dass wir dir zeigen dürfen, was am Reitsportfestival am Jorvikstall ja alles zu bieten hat. Ich hoffe, du hast viel Spaß auf dem Reitsportfestival. Ohne dich wäre es gar kein richtiges Festival. Vergiss nicht, während des Festivals schön die Augen offen zu halten. Hier und auch im Moorland-Zentrum wird so einiges geboten, aber ich wette, das hat Tanja schon erzählt. Ich hoffe, wir sehen uns noch, Aurora. Aber bevor du gehst... Oh nein, du musst... Entschuldigung. Du darfst lesen. Aber bevor du gehst, mein nächster Reim ist der Hammer. Stell dir mal vor, wie ich damit die Bulldogs ankündige. Bist du für reitbereit für etwas Krasses? Was kommt jetzt? Jo, bei mir geht's ab, ist echt eine fette Sause. Ich mach den ganzen Tag Rennen ohne Pause. Mein Gott, welches Kind hat sich diesen Reim überlegt? materielle Besitz bedeutet uns nicht viel, denn wir Bulldogs wissen, wie man wirklich Stil hat. Das reimt sich nicht so ganz. Ich weiß, du musst nicht sagen, mein Flow ist perfekt. Lili, schon gut, warte nur ab, ich werde noch so berühmt wie Raptor oder Lisa Patterson. Ihr werdet schon sehen. Ja, also danke, dass du vorbeigekommen bist, Evelyn. Viel Spaß auf dem Festival und man sieht sich. Okay, für dich vielleicht als Erklärung. Ja. Die Lisa Patterson, das ist so eine Musikerin in dem Spiel. Also okay. Beziehungsweise die ist eine von den Soul Riders, aber die macht halt sozusagen auch Musik. So. Ich glaube, ja. Mit Gitarre. Redest du Luciana gleich nochmal an? Ja. Das war oder ja hat nur die bei... Also das Achso. War bei mir nur eine Belohnung jetzt noch. Ah, okay. Gut, habe ich. Wo muss ich jetzt hin? Wo müssen wir hin? Ja, ist die Frage. Das Ding ist, bei mir, wir müssen, glaube ich, noch nach Jarlaheim, oder? Die haben doch vorher irgendwas gesagt, wir sollen so Plakate in Jarlaheim aufhängen. Poster ja, verteilen. Ja. Mhm. Geh mal davon aus, dass ich keinen Plan habe, wo Jarlaheim ist. Das ist, komm mal mit. Müssen wir einfach nachreiten. Ja, bitte. Das ist einfach hier geradeaus. Eigentlich. Also diese Stadt mit dieser Mauer drumherum. Siehst du das? Ah, da ist bei mir hier. So ein Wirbelsturm. Ja, das ist, weil du in der Story-Quest weiter bist, ja. Ah, okay. Genau, diese Stadt hier, das ist Jarlaheim.
Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz den Chat lesen. In Games hat man ja auch oft genug Geld, das stimmt ja. Im echten Leben bin ich broke. da bekommt das Sprichwort auf dem hohen Ross ein ganz neues Bild. Das stimmt, ja. Und Loretta soll richtig nett geworden sein. Also das Ding ist, ich habe ja diesen Account hier auf Level 12 und den habe ich vor, keine Ahnung, einem Jahr oder anderthalb Jahren angefangen. Und da war am Anfang, also man muss ja am Anfang mit den Bobcats und so ein paar Quests machen und da war Loretta noch mega unfreundlich. Also bis vor einem Jahr war sie noch sehr unfreundlich, aber die Story-Quest wurde ja jetzt erst überarbeitet vor ein paar Monaten. Ist noch nicht so lange her. Also ja, ich kann es nicht beurteilen. Ah, ganz kurz, ich habe hier nichts markiert. Also ich habe einige blaue Ausrufezeichen, ja, aber nichts, wo ich... Das Ding ist, bei mir ist irgendwie in diese Richtung. Da oben ist so ein gelbes Ding. Ja, so ein Kringel, aber ich sehe das auf der Map nicht. Da ist... Bei mir ist der Kringel um den Transportwagen rum, also... Ach echt? Okay. Ja. Nee, warte mal. Doch, das... Ja, doch! Ja, mhm. Ja, dann lass mal dahin reiten. Ja, ich wollte sagen, ich habe sowieso immer das Gefühl, das ist mega das Vorurteil, ich weiß, aber... Ja, irgendwie so, wenn viele, sagen wir mal, weibliche Personen in... Hier ist es, hast du es... auch? Ja. Im Stall sind, also zumindest war das bei uns früher so im Stall, wo ich war, gab es irgendwie immer Zickenkrieg und da gibt es immer so ein, zwei Personen, die ein bisschen so Diva-mäßig sind und deswegen gibt es die wahrscheinlich auch in Star Stable, so sage ich jetzt mal. So ein bisschen realitätsnah, dass auch die etwas eingebildetere Fraktion vertreten ist. Um es jetzt mal so. Reitest du mir hinterher? Ja, ich bin schon da. Um es mal so zu sagen, genau. Ich habe keine Ahnung von SSO, mein Halbwissen oder noch nicht mal. Moment, ich muss es richtig lesen. Ich habe keine Ahnung von SSO, mein Halbwissen oder noch nicht mal, das kommt aus dem geschauten Streams und Videos. Mit anderen Worten, ich bin ein Noob, was SSO betrifft. Spielst du denn überhaupt selber SSO oder schaust du das nur an? Ist die Frage, weil wenn du es natürlich nur anschaust, dann kann ich das verstehen. Das Ding ist, also bei meinem Hauptaccount, ja, habe ich eigentlich auch, muss ich sagen, nicht so das gecheckt, was es in SSO eigentlich geht, weil ich die Story-Quest einfach geskippt habe. Also ich habe diese Textfelder einfach nicht gelesen, sondern ich habe immer nur durchgeskippt. Und dann habe ich einfach nicht gelesen, was da so stande. Und dementsprechend hatte ich dann keine Ahnung, worum es ging in diesem Spiel, obwohl ich es gespielt habe. Super Leistung übrigens. Und dann habe ich halt einen neuen Account gemacht, um dann die Story-Quest quasi nochmal von vorne zu spielen. Ich glaube, wir müssen hier hochkommen mit. Da gibt es so ein Tor. Ich glaube, da müssen wir das aufhängen. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Ja. Ah, da vorne. Nö, ich schaue die nur. Achso, ja, okay, dann ist es ja auch verständlich, dass du da das nicht so weißt. So. Jetzt können wir mal hier gucken, in die Richtung. Als ich noch mein Pferd hatte, war es auch sehr toxisch. Ich wurde zwar verschont, aber ich weiß auch nicht, wie über mich gesprochen wurde, als ich nicht da war. Ja, das ist sowieso immer das Schlimmste. Also so Lästereien, das verstehe ich persönlich nicht. Also, keine Ahnung. Hat man nichts anderes im Leben zu tun, als zu lästern. Oha. Kam bei dir jetzt auch Sabine? Ja, yeah. Was wäre Sabine? Ja, die auf dem schwarzen Pferd. Jetzt habe ich dich gespoilert. Keine Ahnung, also da war irgendjemand auf dem schwarzen Pferd und das Video läuft da immer noch. Genau. Das ist eine Cutscene, nennt man das übrigens. Jetzt sieht es so aus, als würden wir diese beobachten. Von der Mauer runter beobachten. Siehst du? Ja. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu den Mädels. Reit du voraus, weil ich habe keine Ahnung, wie wir da zurückkommen. Ja, ich reite voraus, komm. Ja, also bei uns war das so, also wir hatten eigentlich einen relativ harmonischen Stall, glaube ich. Das Ding ist, ich war nicht so, also ja, was soll ich, also wie soll ich das sagen? Ich war halt mit
Eigentlich war ich mit niemandem befreundet. Ich habe auch mit niemandem geredet. Deswegen, ich habe es nicht, ich habe es gar nicht so mitbekommen. Nur so manchmal, ja, in der WhatsApp-Gruppe gab es dann wieder Streit oder so, weil, keine Ahnung, irgendjemand, was weiß ich, das falsche Heu aus der falschen Ecke genommen hat. Weil zum Beispiel bei uns gab es so 3 verschiedene Stroh- und Heulager. Aber ja, ich habe immer nie was mitbekommen, weil ich mit den Leuten gar nicht so eng war. Also deswegen, mich persönlich hat es auch nicht so interessiert, aber ja, ich war jetzt halt auch nicht jeden Tag im Stall. Ich war mal so maximal 3-mal in der Woche dort, deswegen habe ich vielleicht auch nicht so viel mitbekommen. Wenn dein Leben interessanter ist, wie ihr eigenes, ja, das ist halt eben das. Ich glaube, wenn wirklich, wenn man nichts zu tun hat, dann unterhält man sich über das Leben von anderen, ja. Sprichst du schon mit Alex? Ja, ich habe sie gerade angeklickt. Genau, hast du die Poster aufgehängt? Komm, wir sehen mal nach, was in der Arena los ist. Wow, Aurora, alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Warst du beim Rennen? Eine wilde Sabine ist das. Ich bin mir sicher, dass ich Sabine auf der Straße. Wer ist Sabine? Also mir fehlt Kontext irgendwie. Aber Das ist eine Nachtreiterin. Also es gibt Soul Rider und es gibt Night Rider, okay? Und die sind so im Krieg, sage ich jetzt mal. Also übertrieben gesagt, ja, die mögen sich nicht, sage ich jetzt mal so. Okay. Die streiten sich. Und wir sind sozusagen die Soul Rider und Nadine, wollte ich schon sagen. Sabine ist eine von den Night Ridern. Okay. Also die ist also quasi unsere Gegnerin, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Night Rider war so eine Serie aus den 90ern, aber ja. Ja, aber da war Night Rider ein sprechendes Auto. Ach also, so, okay. Ja, und da war Knight, also Ritter. Ach so. Herber, Ritter heißt doch, ist doch ein anderes Wort auf Englisch. Doch, denk mal an Game of Thrones, The Onion Knight, also der Zwiebelritter. Ach so. Ach so, Knight schreibt man mit K-N-I-G-H-T, oder? Genau, ja. Knight. Ja, okay. Ja, ich hab's verstanden. Ganz kurz, das gibt's noch nicht. Wie lange hat sie sich versteckt gehalten? Und jetzt, wo das Reitsportfestival in vollem Gang ist, taucht sie plötzlich auf. Irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, die Leute reden schon überall über die kleinen Dinge, die beim Festival schieflaufen, Tiere, die weglaufen, verstreute Müll, solche Sachen halt. Wenn Sabine in der Gegend ist, müssen wir davon ausgehen, dass sie dafür verantwortlich ist. Irgendwie zumindest, sie ist übel, richtig übel. So kann ich auch darüber spekulieren, was diese geltungsbedürftige Angeberin mit Motorradhelm am Jorvikstall will. Glaube ich doch, wir müssen uns um dringlichere Angelegenheiten kümmern. Die Ballons, sie fliegen weg. Und was findest du wichtiger? Die hat doch keinem Menschen was getan. Also sie ist aufgetaucht, das reicht schon. Hä? Ja, das okay. Ist... So ist es auch im echten Leben im Stall. Okay. ungefähr. Ist es nicht überall so schlimm. Es kommt wirklich auf den Stall drauf an, wie viele Leute da sind. Je größer der Stall ist, desto crazier wird es halt. Also mit den Leuten, wie die so drauf sind. Ich lese noch mal ganz kurz den Chat, okay? Ja. Ich war da noch recht jung und deshalb auch nicht so extrem involviert. Aber wie die Erwachsenen sich gegenseitig fertig gemacht haben, fand ich ganz schön heftig. Ja, ich war auch noch relativ jung. Also ich war da bis... Wie lange waren wir da? Bis ich 19 war, oder? 20? Wann sind wir umgezogen? Keine Ahnung. Ja, ich war ungefähr bis ich 20 war. Also 16 bis 20 war ich in dem Stall. Und da habe ich dann halt auch nicht so viel mitbekommen, weil ich war da, wie gesagt, auch noch jung. Ich habe es halt nur manchmal mitbekommen, dass so... ich hatte zum Beispiel in dem Stall halt eine Freundin, mit der ich richtig eng war und die war so 10 Jahre älter wie ich und nur von der habe ich halt manchmal mitbekommen, wenn andere Leute sich gestritten haben, aber sie war auch so eine, die halt eigentlich mit niemandem abgehangen ist. Also wir waren immer so diese Einsamen und haben uns aus allem rausgehalten, deswegen, ja, habe ich da nicht so viel mitbekommen. Teilweise wurde gesagt, dass welche zu schwer für das Pferd sind und die haben immer ihre Sachen verloren, aber direkt in der Gruppe geschrieben, dass sie dass das geklaut wurde, aber dann selbst wiedergefunden. Ja, wahrscheinlich halt einfach nur verschlampert. ja. Aber das mit dem Ding so zu schwer fürs Pferd, ich weiß, es ist hart, aber ab einem gewissen Gewicht finde ich das schon gerechtfertigt, das zu sagen, weil es ist halt ein Lebewesen und man kann halt auch echt den Rücken von dem Pferd kaputt machen.
wenn es wirklich also extrem wird, sage ich mal so. Aber who am I to judge? Man kann aber immer nur sagen, so, man sollte sich einfach nicht auf das Niveau herablassen von den Leuten und einfach nicht selber nicht lästern. Dann also selber das besser machen, sage ich mal so. Okay, ich rede mal weiter mit Alex, okay? Oder redest du schon mit der? Ja, ich habe sie nur noch einmal angesprochen. Dann sagte sie, echt, es geht aber auch alles schief. Das ist Sabines Schuld. Genau, machen wir doch gleich. Lass uns Teer und Federn holen. Und ja, vor allem das Ding ist, wahrscheinlich sind die Ballons jetzt weggeflogen, weil Sabine da aufgetaucht ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Logik? Nicht vorhanden. Ich rede sie aber gleich wieder an. Ja. Sie sind entwischt. Schnapp dir diese Ballons. Hä? Ist jetzt echt? Ja, siehst du die, wie die da wegfliegen? Machst halt einen Aufstand wegen den blöden Ballons hier. So, ich habe einen Ballon schon eingefangen. Ja. Die sind also eingezeichnet, ne? Ja. Okay, gut. Also schaffst du auch ohne mich, oder? Okay. Ja, aber ich kann die gar anklicken. Es kann sein, dass du springen musst, dass du besser an die rankommst. Weißt du? Ich habe jetzt schon zwei. Autsch. Ja, angebe. Hast du auch schon zwei? Nein. Die Musik im Hintergrund, hörst du die? Ja. Die ist so witzig. Okay. Ah! Komm schon. Okay, ich habe alle Ballons. Nee, ich nicht. Und jetzt ist die Musik bei mir auch vorbei. Schade, die war so witzig. Ich reite schon mal zurück zu der und dann warte ich da auf dich, okay? Ja. Oh, ich reite voll dagegen. Da haben wir auch noch so eine Quest hier. Ey, es ist doch ein bisschen länger, als ich dachte. Ich dachte so, ja, komm, in einer Stunde sind wir durch. Aber jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte. Wir haben noch einige Quests hier. Puh, das war knapp. Das Festival wäre ein absolutes Desaster, wenn überall wilde Ballons herumflögen. Herumflögen? Ist das, Ja. Also, das ist grammatikalisch korrekt, aber das ist doch voll selten, dass das jemand so sagt, oder? Also der Satzbau. Oder? Ja, schon eher ungewöhnlich, aber wäre richtig. Ja. Hä, wo sind... Achso, nee, die sind ja unten gestanden, gell? Ja, ja, genau. Also, die waren da unten. Okay, zu den wichtigen Dingen. Sabine ist in voller Fahrt und zieht ihre Show ab, um Leute zu beeindrucken. Was steckt dahinter? Wir müssen das ernst nehmen. Sie führt sicher etwas im Schilde. Vielleicht sucht sie nach Rekruten für die dunkle Seite. What the heck, Alter? Öffnet Portale in die Hölle. Versucht die Leute zu überzeugen, Rosenkohl zu essen. Wir können nichts ausschließen. Was ist da los, ey? Im Ernst, wir müssen herausfinden, was sie vorhat, ohne ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Es könnte gefährlich sein, wenn wir Sabine zu nahe kommen. Insbesondere, wenn die Lage zwischen uns so angespannt ist. Ich könnte nicht garantieren, cool zu bleiben, wenn ich mit ihr sprechen müsste. Nicht nach allem, was sie getan hat. Ich weiß gar nicht, was sie getan hat, weil das Ding ist, ich habe die ganzen Story-Quests geskippt und und auf meinem zweiten Account bin ich noch nicht so weit, dass ich herausgefunden habe, was da los ist. Und genau deswegen werden wir auch Abstand halten. Wir können uns die Chance nicht entgehen lassen, herauszufinden, was sie von den ganz normalen Reiterinnen auf Jorvik will und ob sie noch etwas anderes im Ärmel hat. Bist du auch schon hier? Ah ja, du bist auch hier, gell? Ja. Okay, Alex und ich haben uns besprochen. Wir sind der Meinung, dass wir herausfinden sollten, was Sabine vorhat, bevor es zu spät ist. Okay. Bist du auch schon soweit? Ja. Okay, also wenn du willst, kannst du den nächsten Dialog. Ich denke, Evelyn hat die beste Chance, nah genug anzukommen, um Sabine zu beobachten. Such dir vielleicht ein paar Sachen, um dich zu verkleiden und halte dann diskret Abstand. Beobachte Sabine und komm heil zurück.
Okay. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal so Verkleidungssachen holen, oder nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, also ich habe hier irgendwas so am Boden. Du hast eine Zeitung gefunden. Hast du es auch? Ja. Hier hinten ist irgendwas noch. Ja. Bin dran. Ein Schnurrbart. Ja, ein kleines Mädchen mit Schnurrbart und Zeitung ist schon überhaupt nicht auffällig. Oh, aber ein Hut, der Hut wird's rausreißen. Und wir haben noch Sonnenbrille, hallo? Eine Sonnenbrille trägt jeder gute Promi, wenn er nicht erkannt werden will. Oh! Ich bin schon weitergeritten. Ich habe gerade, glaube ich, irgendwie so ein Bild gemacht oder so von der, ich weiß es nicht. Voll stalkerhaft, einfach so ein Bild von der zu machen, ohne die vorher zu fragen. Du hast jetzt auch ein grünes Ausrufezeichen bekommen? Ja. Okay. Jetzt können wir da wieder hin. Bist du schon da? Ja. Oh, ich habe einen Magic Moment. Hä? Hä? Warum geht das bei mir nicht? Tja. Ah. Leute, warum geht das nicht? Kuh. Hä? Vielleicht musst du erst die Quest... Jetzt habe ich die Gruppe verlassen. Hast du gesehen? Egal. Ja. Ich dachte, daran liegt es, aber es kann bestimmt an der Quest liegen, ja. Sorry, okay. Reden wir weiter. Okay. Gut, da bist du wieder, ja. Genau. So, jetzt mal schauen. Ich kann die kaum anklicken. Erzähl uns, was du gesehen hast. Wir bekommen Sabines Helm. Was hältst du davon? Was sagst du? Sie ist nur trainiert. Sie hat nur trainiert, oder? Ja. Es war furchtbar. Sie hat immer wieder im sie hat sich immer wieder im Kreis reiten lassen. Nee, ich glaube, sie hat nur trainiert. Klingt wie ein Trick. Ja, klingt nach Pferdemist für mich. Ernsthaft, wenn Sabine neue Reiterin ausbildet, bereitet sie sich vielleicht irgendetwas vor. Aber was? Was hat sie nur vor? Lasst uns einen Infiltrationsplan schmieden. Denn hier ist das Territorium der Soul Rider. Ja, gute Idee. Aber wie sollen wir das anstellen? Ich muss ein wenig darüber nachdenken. Okay. Jetzt können wir die noch ansprechen, die Alex. Ja. Sie würden in der Zwischenzeit einem Rennen teilnehmen. Okay. Hä? Kommt bei dir jetzt auch so eine Cutscene? Ja. Mit. Jetzt wird gleich Sabine hier das Tor zur Hölle öffnen und die Armee der Untoten greift an. Okay. Ich glaube, sowas gibt es in Star Stable nicht. Okay. So ein Wettrennen macht einem den Kopf wieder frei, finde ich. Also was meinst du? Sollen wir uns in diese Reitergruppe einschleusen? Hä? Was für ein Rennen hat die denn jetzt gemacht? Ich habe es gar nicht gecheckt. Die ist einfach nur durch Gegengritten, ist doch wurscht. Also. Ja, bei mir kam so eine Cutscene von dem Leuchtturm. Ja, yeah, genau, bei mir auch. Okay. Willst du? Es gibt eine Sache, über die ich mir ein wenig Sorgen mache. Wenn ich in Sabines Nähe bin, werde ich mich vielleicht nicht mehr beherrschen. Ich würde sie am liebsten umblitzen. Nur ein kleiner Blitz. Aber ja, ich würde ihr einen verpassen wollen. Sag mal ganz kurz, diese Alex ist auch ein Soul Rider demnach. Ja, genau. Okay, da gibt's relativ viele. Es gibt 4 Soul Rider, das sind Linda, Alex, Lisa und Anne. Und natürlich du sozusagen. Ja. Genau. Okay. Oh, guter Punkt. Ich will gar nicht wissen, wie ich reagieren würde, wenn ich ihr gegenüberstünde. Nicht nach allem, was sie getan hat, was wir nicht wissen. Was hältst du von dem Gedanken, Sabine gegenüberzutreten? Mir ist es eigentlich... scheißegal, aber ich mache das. Sie macht mir keine Angst. Sabine hat keine Chance gegen dich, so viel steht fest. So, dann reden wir wieder ein. Linda hat recht, außerdem ist sie so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie deine Beweggründe niemals erahnen wird.
Viel Glück, Geheimagentin Evelyn. Zwinker, zwinker. Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie so ranreiten. Ja, hier ist irgendwie... Ich reite da einfach so direkt hin. Boah, cool. Bei mir kommt so eine Cutscene von, ja, von den Stiefeln, wie die so läuft. Ja. Der Pferd hat rote Augen. Ja, voll creepy, gell? Sieh an, sieh an! Wer mich da beehrt? Möchtest du lesen? Ja, wer mich da beehrt, siehst du nicht, dass ich zu tun habe. Du bist offensichtlich nicht hier, um dich mir anzuschließen. Dann verschwinde mal wieder, Evelyn. Ja, natürlich weiß ich, wie du heißt. Ich weiß alles über dich. Was willst du denn eigentlich von mir? Warst du letzter Zeit viel im Pendelstudio? Ja, machen wir das Letzte, das ist die beste Frage. Aber das stelle ich jetzt. Ich denke mal, es ist völlig egal, was davon ich sage, oder? In dem Spiel. Aber ich sag mal, ich bin nur neugierig. Bei mir kommt, warum fragst du, willst du Tipps von mir? Pff, keine Chance. Wie so viele Dinge auf Jorvik wird auch das ein Geheimnis meiner Stärke. Wird auch das Geheimnis meiner Stärke streng gehütet. Das kam, wenn, wenn du aufs Fitnessstudio drückst. Bei mir kommt, bei neugierig, interessant, hast du dich mit deiner kleinen, mit deinen kleinen Freundinnen gestritten. Du wirkst mir eigentlich nicht wie jemand, der gegen den Strom schwimmt. Okay. Und jetzt als Nächstes? Ich biete diesen Reiterin eine Alternative zu den gefühlsduseligen Kitschclubs, die auf der Insel gerade um sich greifen. Nicht jede ist auf der Suche nach einem ach so süßen Freundschaftsarmbänder tragenden BFF-Küsschen-Küsschen-Club. Aber ehrlich gesagt, sie ist mir ein bisschen sympathisch. Also Sabine. Ja. Natürlich könnt ihr es nicht mit mir und Kahn aufnehmen, das hätten sie wohl gerne. Was, überrascht es dich, dass ich nicht alles für mich behalte? Glaubst du nicht, wenn ich etwas von dir und deinen Freundinnen verbergen wollte, würde ich subtiler vorgehen? Tja, also, wenn du mich schon nicht in Ruhe lässt, kannst du dich auch nützlich machen. Unterhalte mich, Evelyn! Du reitest immer mit diesen Ideen-verrückten Soulridern herum, aber hast du das Zeug dazu, ein Reitniveau zu erreichen, von dem die meisten nur träumen könnten? Zeig mir, was du drauf hast. Mach nach, was diese Reiterinnen tun und zeig mir, wie weit deine Reitkünste reichen. Oh, ich bin halt schon richtig schlecht in dem Spiel, gell? Ja, das schaffst du. Ah, warte mal kurz, ich muss noch hier, Papa, yep. Wenn du mich beeindrucken willst, bin ich eventuell zu einem Rennen bereit. Na, würde das nicht Spaß machen? Alter, warum musst du jeden Dialog, musst du die neu anklicken? Ja, das ist leider so wegen diesen, also, das ist leider bei dem Spiel so wegen diesen... Quest-Ding, weißt du? Also, weil die Quest dann abgeschlossen ist und dann musst du quasi eine neue Quest annehmen. Ja. Ich wusste, dass du ja sagen würdest, so überneugierige Gutmenschen, wie du einer bist, sind einfach leicht rumzukriegen. Du glaubst, du bist anders? Dann beweise es. Nein, kein Dressurreiten. Ich glaube, du... Das hast du einfach nicht drauf. Zeig mir, was du auf der Sprungreitstrecke kannst. Nein, gib alles. Wenn du es auch nicht hinbekommst, gebe ich dir vielleicht eine zweite Herausforderung. Okay. Das schaffst du. Das ist wirklich nicht so schwer, glaube ich. Okay, das schaffen wir. Oh, guck mal, das ist gar nicht so schwer. Muss man einfach nur geradeaus springen und dann so hier ein bisschen um die Ecke. Das schaffst du schon. Ah, ich bin im Blumentopf hängen geblieben. Ich auch. Also nicht im Blumentopf, aber an diesem Seitenteil. Bei V. Ist ja hier ein Dressur. Dressurviereck oder wie das heißt. Ja, die hat die. Wie sagt man? Wie sagt man dazu? Die Kurven. Es könnte sein, dass ich es nicht schaffe. Echt? Ich hab's geschafft. Auf 0, irgendwas Sekunden. Echt jetzt? Ja. Hast du es nicht geschafft? Nee, ich hab's geschafft. Achso, du hast es geschafft, okay. Gut. Okay, ich spreche sie mal an. Mhm. Glückwunsch, hast du das Ziel geschafft. Erwartest du Applaus? Dafür musst du schon mehr leisten. Das stimmt sicher. Du hast den ersten Test bestanden, aber wie sieht es mit dem zweiten aus? Die meisten Reiterinnen, die sich da heranwagen, haben...
die sich da herangewagt haben, sind gescheitert. Und du reite im Slalom um die Stangen. Hier kommt es nicht auf die Geschwindigkeit drauf an. Okay. Machst du es auch schon? Ja. Okay. Achso, da bist du ja. Irgendwie habe ich dich gerade dazwischen nicht gesehen, aber jetzt auf diesen Dressur... Wie sagt man dazu? Dressurviereck? Das ist ja eigentlich... Doch, es ist ein Viereck. Ah! Hä, warum habe ich jetzt plötzlich ihren Helm auf? Hast du... Warum habe ich jetzt ihren Helm auf? Ich habe den doch gar nicht angezogen. Ah. Und vor allem sagt sie, es kommt nicht auf die Zeit drauf an, aber es läuft trotzdem einen Timer runter. Nee, sie sagt, dass es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Ach so. Ach so, ja. Geschwindigkeit und Zeit ist ja nicht dasselbe. Da siehst du mal, wie gut ich aufpasse. Jetzt weißt du auch, warum ich keine Ahnung habe von der Geschichte von Star Stable. Weil ich nie aufgepasst habe. So. Okay, ich bin durch. Du auch? Warte mal noch. Nee, warte noch ein paar Minuten auf mich. Das Ding ist, ich kann einfach diesen Magic Moment nicht machen. Das geht bei mir nicht. Ja, wenn ich da drauf drücke, da kommt einfach nichts. Und auch wenn ich Q drücke, kommt nichts. Voll komisch. Das ist bestimmt irgendein komischer Bug und da muss man sich reloggen, damit es wieder geht. Immer dasselbe. Bist du schon fertig? Jetzt bin ich fertig. Ja? Du hast es geschafft. Vielleicht hast von diesen Druiden ja doch das ein oder andere über das Reiten gelernt. Okay. Danke. Okay. Das war nur zum Warnen. Der nächste Test ist die eigentliche Prüfung. Okay. Beweise dich hierbei, ich nehme dich vielleicht doch ernst, aber lass uns zuerst eine Sache besprechen. Es ist schon traurig, unter diese jämmerliche Schauspiel eines Festivals. All diese Dekorationen und die lächelnden Mienen, das gehört doch alles zu einem trickreichen Plan. Fadenscheinig wie nasse Pappe. Zieh mal genauer hin, was fällt dir auf? Die GED zerstört nach wie vor die Umwelt, pumpt das Öl auf die Felder und nimmt sich Land, das ihr nicht gehört. Die Reitclubs tun so, als seien sie gastfreundlich und hilfsbereit, aber in Wirklichkeit gehen sie gegenseitig an die Gurgel. Manche nennen das vielleicht Rivalität, aber in Wirklichkeit ist es schlichtweg Missgunst. Wie sie überall auftauchen mit ihrer "Ich bin ja ein so liebes Mädchen"-Attitüde. Oh, unser Reitclub ist der allerbeste, wir sind eine Familie. Ha, davon wird mir speiübel. Was diese Insel fehlt, ist ein richtiger Reitclub. Einer, in dem die Leute beweisen können, was sie drauf haben. Zusammen reiten und zusammen untergehen. Wenn es auch nur... Ach, vergiss es. Das tut nicht zur Sache. Jorvik ist ein dunkler Ort. Aber alle tun lieber so, als wäre das nicht so und leben ihre kleinen Lügen. Sie bleiben lieber in ihren Fantasieblase und meiden jeden, der anders denkt. Wie wäre es, wenn wir sie wachrütteln? Holen wir sie aus ihrer scheinheiligen Welt und geben ihnen einen Einblick in die Realität. Ich sage damit nicht, dass du das Festival sabotieren sollst. Ich sage dir überhaupt nicht, dass du irgendetwas tun sollst. Aber ich frage dich etwas. Willst du einfach nur da sitzen und dieses vorgetäuschte Zufriedenheit ertragen? Oder du willst so oft die Pauke der Wahrheit hauen, dass sie nicht wissen, wie ihnen geschieht? Ich will eigentlich nicht auf die Pauke der Wahrheit hauen. Sag einfach Bescheid oder wir tun so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden und du rennst zurück zu deinen Freundinnen. Ja. Dann sprechen wir nochmal mit ihr, würde ich sagen. Ihr Pferd hat auch was. Ja, ich finde ihr Pferd cool. Das ist, glaube ich, weiß gar nicht, was das ist für ein Pferd. Ich glaube, es ist ein Friese. Ich habe die jetzt nochmal angesprochen. Ich weiß nicht, ob das clever war. Ja, habe ich auch gemacht, ja. Klasse, ich hatte das Gefühl, dass du noch nicht voll und ganz von den Soul Riders infiziert worden bist. Bist du bereit, ein Zeichen zu setzen? Ja, bin ich. Okay. Die Situation ist folgende: Niemand hat ein Auge auf die Schweine der Sunfield Farm. Das Tor zu ihrem Stall ist furchtbar schlecht gesichert. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Und ich würde es tatsächlich machen. Wir müssen Schweine fangen, oder? Nee, wir lassen die frei. Ach so! Auf jeden Fall. Es wäre ein leichtes, daran vorbeizuspazieren und den Riegel hochzuklappen, sodass sie rauslaufen können. Aber das Tor ist nun mal zu, dabei würden die Schweine so gern etwas Freiheit genießen. Es wird doch eine Schande, sie nicht an den Festlichkeiten teilnehmen zu lassen, findest du nicht? Oh, ich mag Sabine. Die ist witzig, gell? Ja. Okay, dann
Ja, dann so. Müssen wir die Schweine jetzt freilassen, oder? Oder wir gehen jetzt zu den einen zwei und sagen denen, dass Sabine die Schweine freilassen will. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht tatsächlich nicht. Ich glaube, man kann das nicht entscheiden. Das Spiel schreibt ja vor, du musst jetzt die Schweine freilassen. Du musst aber, glaube ich, hier links hoch, ja. Ja, du reitest schon, eh schon richtig. Ist das Sabine? Ja, genau, also die mit den schwarzen Haaren, also mit diesem schwarzen Zopf, keine Ahnung, das ist Sabine. Auch das Zaumzeug sieht nice aus, das stimmt, ja. Generell finde ich, also ihr Outfit und alles, finde ich eigentlich richtig cool. Also Sabine hat schon Style. Sabine hat recht, das Tor ist nicht besonders gut gesichert. Das Tor zu öffnen würde vielen Leuten Ärger machen. Aber andererseits könnte das wirklich spaßig werden. Soll ich mich von ihr verleiten lassen? Was machst du? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist Star Stable für ein Spiel? Hat es irgendwelche Folgeauswirkungen oder sowas? Ich weiß es nicht. Nein, also das ist ja sowieso nur ein Event. Also ist eigentlich egal, was ich mache. Ich glaube, wenn wir die freilassen, müssen wir die danach wieder einfangen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. Es gab so eine ähnliche oder so die gleiche Quest letztes Jahr schon, aber ich habe es halt wieder vergessen. Wir können es so machen, ich lasse sie frei und du, und dann gucken wir, was wir machen müssen. Nein, komm, lass uns das Gleiche machen. Okay, dann lassen wir sie frei. Also das Oberste? Ja. Okay. Wir nehmen zwar an, dass sie böse ist, aber ihre Worte waren wahr. So, so ist meine eigene Entscheidung. Ah, jetzt tun wir's nochmal. Ich mach das Tor auf und lass die Schweine frei. Okay, wir drücken da drauf. 3, 2, 1, go. Süß, die rausrennen. Ja, die sind voll niedlich. Ja. Aber die hüpfen doch nicht wie Schweine, die sind eher wie so Ziegen oder sowas. Die sind so süß. Und passende Musik dazu. Ja, die Musik ist echt so niedlich. Die Schweine sind weggelaufen, was für ein Chaos. Okay, cool, jetzt sind wir die Helferin von Sabine. Jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall bei den Soul Ridern dann beliebt gemacht, kann ich dir sagen. Ein Rappe mit roten Augen, ja. Normalerweise haben doch immer nur so Albino-Pferde so rote Augen, aber sieht schon irgendwie cool aus. Lasst euch nicht erwischen, sonst könnte es eine Sauerei geben. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Ärger. Mal gucken, was die jetzt uns sagt. Wahrscheinlich ist sie jetzt so richtig stolz auf uns. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit diesen Helm auf? Weil ich habe den nicht auf. Der kommt irgendwie mal automatisch. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kann jetzt übrigens gerade den Magic Moment machen. Ich konnte den auch lange Zeit nicht machen, aber jetzt geht's gerade. Ja, bei mir geht's jetzt auch wieder. Oha, okay, dann war das wirklich ein Bug. Vielleicht wegen der Quest oder so, weißt du? Das Tag an der Quest auf jeden Fall. Ja. Das hat im Weihnachtsevent haben wir das auch gehabt. Ja, aber normalerweise sollte man eigentlich, egal auch wenn du in der Quest bist, den Magic Moment trotzdem machen können. Ja. Beim Weihnachtsevent war das mit dem Absteigen. Man konnte nicht absteigen. In der Quest, genau, ja. Weißt du? Ja. Okay, so sprechen wir mit ihr. Ja, da bist du ja wieder. Interessant. Ich bin wirklich überrascht, dass du nicht einfach weggelaufen bist. Aha. Hast du es tatsächlich gemacht? Ja. Ja, oder? Ja. Willst du lesen? Nein, ich bin jetzt es war erfrischend, jemanden zu sehen, der die Welt so sieht. Unter Aydin Mist ist nicht in den Kopf gestiegen. Okay, mehr Zeit habe ich für dieses Spiel hier nicht. Ich muss zu den anderen Reiterinnen zurück, damit ich ihnen ein paar Dinge über den echten Reitsport beibringen kann. Puh, was willst du noch hier? Was ist mit dem Rennen? Hast du Angst, dass ich dich besiege? Sollen wir das nehmen, das Oberste? Ja.
Du mich besiegen, dann wollen wir doch mal sehen. Du wirst deine Worte bedauern, nachdem Khan und ich dich und Sunrise fertig gemacht haben. Mhm. Also pass auf, wir reiten von hier außen um die Mauer von Jarlaheim herum und wieder zurück. Kein Spielchen und kein Trick, sondern schon gar keine Einmischung von deinen Freundinnen. Sie hat das was gegen die. Das ist doch kein echtes Wettrennen, das ist dir doch klar, oder? Eher friert Pandoria zu, als dass du mit mir mithältst. Betrachte es als Verfolgungsjagd, versuch so nah hinter uns zu bleiben, dass du ein oder zwei Dinge lernen kannst. Habe ich nicht recht, mein feuriges Ross! Seine Augen sind auch feurig. Okay. Ja, wie oft muss ich die noch ansprechen, bis ich endlich das Rennen starten kann? Ich weiß es nicht. Vergiss den überwältigenden Unterschied zwischen dir und mir nicht. Ich wurde in diese Welt hineingeboren. Du bist durch Zufall in diese Welt gestolpert. Auf mein Zeichen, reiten wir. Oha, wir kriegen als Belohnung dann Sabines Jacke. Was wolltest du sagen? Nee, ordentliche Belohnungen gibt's da. Ja, und sogar 100 Pferde, 100 Reiter-XP. Ja. Okay. Machen wir, oder? Ja. Wahrscheinlich haben wir eh keine Chance, egal wie gut wir wären. Ich liebe die Musik von dem Rennen. Ich liebe die Musik von dem Rennen. Diese Rockmusik. Hä, ich habe da null Chance, auch nur mein Vordersten dran zu bleiben an euch. Ja, das ist... Ich glaube, das ist normal, dass du keine Chance gegen NPCs hast. Ich glaube, das ist absichtlich so, dass du sowieso niemals gewinnen kannst. Aber ich frage mich jetzt ernsthaft, ob wir die Schweine später nochmal einsammeln müssen. Was denkst du? Ich glaube nein. Entschuldigung, ich war gerade völlig vertieft in das Rennen. Ja, genau. Und ich denke nicht, dass wir die einfangen müssen. Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. In einem MMO wäre Sabine mit Sicherheit eine Kriegerin, so wie die drauf ist. So bei WoW oder so. Hä? Bei mir ist hier so ein komischer Bug. Ich komme hier nicht weiter. Was war das gerade? Ja, ich bin an dir vorbei. Ich bin da gerade einfach hängen geblieben. Da war nichts. Da war eine Hitbox, aber da war nichts. Voll komisch. Oh nein. Ich frag mich gerade, wo du bist, weil du müsstest genau eigentlich schneller dir. Sein als ich. Nein, bin ich nicht. Boah, Mann. Jetzt habe ich schon wieder diesen komischen Helm auf, obwohl ich den nie angeklickt habe. Ich check's nicht. Das ist ein Anzeigefehler, weil ich hab den ja nicht an. Ja, ja, du siehst den ja bei meiner Figur wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay, ich bin wirklich überrascht. Du hast es geschafft. Mit mir Schritt zu halten, mehr oder weniger jedenfalls. Nimm das. Traust du dich, es vor deinen Freundinnen zu tragen? Ja, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Sollen wir sie wieder gleich ansprechen? Ja. Zurück zur Seite des Lichts. Warum bist du immer noch da? Ach, jetzt müssen wir wieder zu den Mädels. Mir ist langweilig, unterhalte mich, Evelyn, du und ich eine Verfolgungsjagd. Traust du dich? Nein, das ist nochmal das Gleiche, das ist nochmal das Rennen. Wir müssen zu den Mädels zurück. Achso, gut, dann sage ich jetzt hier nein. Okay, gut. Das ist nochmal das tägliche Rennen. Wir haben jetzt quasi das Rennen freigeschalten, jetzt kannst du das nochmal täglich machen, sozusagen, weißt du? Okay, gut. Dann kriegst du so diese Marken und dann kannst du mit den Marken, kannst du ja dann diese Outfits da freischalten, so. Du warst total lange weg. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich wollte sie gerade finden und umblitzen. Was hat die eigentlich mit ihrem Blitzen? Ist Lumi bei dir? Ja, klar. Süß. Alex übertreibt, wir warten uns sicher, dass du Sabine gewachsen bist. Also, was ist passiert? Was hast du erfahren? Sie hat mich dazu herausgefordert, ihr meine Reitkünste zu zeigen? Ja.
Soll ich sagen, wir sind zusammen gerichtet und das hat sogar Spaß gemacht? Eher nett, gell? Nee. Ist egal. Wir waren das Erste. Das ist also ihr Plan. Sie will Leute um sich scharen, um eine Art Reittrupp zusammenzustellen. Es sah ehrlich gesagt nicht danach aus, dass sie schrecklich leiden. Sie fallen wahrscheinlich auf Sabines Schmeicheleien und Manipulationen herein. Wer weiß, ob sie hier ist, weil sie etwas wirklich Schlimmes vorhat oder nicht. Und was über sie im Sinn hat, es ist sicher nichts Gutes. Was denkst du, warum ist sie hier? Ich denke, sie will ein bisschen Ärger stiften, so wegen den Schweinen und so. Ich würde sagen, selbst die bösen Mädchen möchten jemand haben, der mit ihnen trainiert. Ja, okay, dann nehmen wir das Letzte. Nein, das glaube ich nicht, da steckt mehr dahinter. Sabine ist irgendwas, ich hab's weggeklickt. Eine hinterhältige Schlange steht da. Ah, das Ganze gefällt mir überhaupt nicht, ich spüre zu viel schlechte Schwingungen. Hier herrscht eine gute Atmo. Ja, genau. Nur die Zeit wird uns zeigen, ob diese Reiterin in ihrem Bann stehen. Okay, und jetzt? Ich glaube, das war jetzt eine Anspielung darauf. Also nur die Zeit wird uns zeigen. Morgen geht's weiter. Nicht morgen, sondern beim nächsten Update dann. Also nächsten Mittwoch. Bis nächsten Mittwoch musst du jetzt warten? Ja. Mit der Quest halt, ja. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Mal ganz kurz. Man kann doch hier irgendwo... Ich muss mal kurz was zum Trinken holen, ich bin gleich wieder da. Mhm. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Pause. Ich muss nämlich aufs Klo. Bis gleich! So, ich bin wieder back! Sie ist noch... Achso, hast du gerade gefragt, ob ich schon wieder da bin? Hallo? Ja. Hast du gerade gefragt, ob ich wieder da bin oder was? Ja. Weil da steht gerade im Chat, sie ist noch nicht zurück. Ja, ich bin halt schneller als du. Hast du gerade mit dem Chat geredet, ohne mich? Nein. Nein. Würde ich mich niemals trauen. Ja. Wo müssen wir hin? Das weiß ich auch nicht. Also wenn ich die Karte aufmache, im Moorlandstall hüpft so ein Ausrufezeichen bei mir? Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es eine zeitlich begrenzte Quest ist, ja. Okay. Hast du hier so eine Quest bei diesen Typen hier? Andi? Ja. Okay, willkommen im wunderbaren Streichelzoo des Jorvik-Stalls. Hier gibt es jede Menge sehr freundliche Tiere, die nur darauf warten, von dir gestreichelt oder geknuddelt zu werden. Okay. Und geh einfach zu ihnen, kau sie sanft, sie werden es lieben. Okay. Ist das echt so zum... Du musst das, glaube ich, nicht machen. Also, kannst du freiwillig machen. Oh, das sieht ja süß aus. Kannst du auch das Schwein streicheln? Keine Ahnung, warte mal. Das rennt. Ja. Jetzt habe ich's. Ich hab's. Da rennt ein Fuchs rum. Okay, das ist mal ein interessantes Streichelzoo. Ja, eine wilde Kombi, gell? Vor allem, da ist auch ein Huhn und ein Fuchs. Du musst nur regelmäßig ein neues Huhn rein. Ja, ist klar. okay, gut. Dann würde ich sagen, hier ist noch dieser Typ, dieser Butler. Godfrey. Heißt der. Evelyn, bist du hier, um uns zu beeindrucken? Ich kann nicht mit ihm reden. Ah, jetzt. Ja? Dann sagt er, wir waren zuversichtlich, dir hier zu begegnen. Und mit wir meine ich selbstverständlich die Baroness Annabelle Silverglade. Ich verstehe jetzt, warum sie so viel Wert darauf gelegt hat, in ihrem vollen Terminkalender einen Platz für einen Besuch des großen Reitsportfestivals zu finden. Die Baroness kommt. Sie hat gehört, dass der Wettbewerbsgeist auf diesem Festival besonders ausgeprägt ist. Es gibt nichts Belebenderes als... gegen Konkurrenten anzutreten. Selbst die Zuschauer werden davon mitgerissen. Leider kann sie noch nicht hier sein. Oh, willst du lesen? Es stehen zu viele Termine an, also werde ich ihr vorerst Augen und Ohren sein. Haben Sie deswegen das Teleskop dabei?
Ich bin nur hier, um die Reiter in Augenschein zu nehmen. Glaubst du etwa, die Baroness kommt her, um ihre Wettkampftage noch einmal aufleben zu lassen und sich wieder jung zu fühlen? Dafür hat sie teure Cremes und Lotions. Wunderbares Zeug. Hast du sie schon mal gesehen? Nein, die Baroness möchte lediglich die herausragendste Reiterin auf Jorvik aufspüren. Sie hat das Gefühl, dass diese Person an den Wettbewerben des Reitsportfestivals teilnehmen wird. Wenn du der Baroness zeigen willst, dass du herausragend bist, solltest du an den Wettbewerben des Festivals und an den Meisterschaften teilnehmen. Wir werden die Teilnehmer für sie beobachten, bis ihr Zeitplan es ihr erlaubt, sich uns anzuschließen. Wenn du ihre Erwartungen erfüllst, verdienst du dir vielleicht eine prestigeträchtige Schleife der Baroness. Und bedenke, es handelt sich nicht um irgendeine Schleife. Oh nein, die Baroness hat die Auszeichnung bisher nur sehr wenigen zuerkannt. Ist es nicht beeindruckend? Diese Schleife ist seit vielen Generationen mit der Familie der Baroness verbunden. Okay. Denk nur, dann nur voran, zeig dem Baroness höchstpersönlich, was du kannst. Jetzt ist doch hier so eine Anzeige vorher gewesen. Irgendwas so mit 40, 45, ah ja, genau, 45. Die Baroness ist beeindruckt. Das bedeutet, ich glaube halt, dieses 5 von 40, das sind diese täglichen Rennen. Und wenn du halt quasi genug tägliche Rennen machst, dann kommt die, glaube ich, vorbei. Also wenn es halt 40 von 40 ist, dann kommt die, genau. Genau, hier ist dann ein blaues, also ich denke mal, da kannst du auch ein Rennen machen. Ja, da ist sogar so ein lilanes, ja. Oh nein, das ist dieses Dressurreiten, das ist mega schwer. Okay, dann mache ich das nicht. Wir lassen das einfach weg, ich habe darauf jetzt keine Lust, ich hasse das, das ist wirklich... Wenn du da einen Fehler machst, dann tun die sofort das Abbrechen, dann musst du es wieder von vorne machen, das ist so nervig. Das war auch letztes Jahr schon so nervig, dann gab es da letztes Jahr so einen Bug, wie man das einfach so umgehen konnte, das zu machen und trotzdem als tägliche Aufgabe abschließen konnte. Da habe ich immer diesen Bug gemacht, aber der geht dieses Jahr nicht mehr. Hier an dem Stall ist noch ein gelbes. Ja? Oh. Ah ja, stimmt, ja, da ist noch so ein Arzt oder sowas. Was ist das? Hey Evelyn, wie schön dich zu sehen. Ich wollte Tan unterstützen und biete denen, die sie brauchen, meine Hilfe als Tierarzt an. Vergiss nicht, dass ich täglich pflege, bla bla bla. Allerdings sind ich und meine Tierarztkollegen für dich da, wenn es deinem Pferd einmal nicht gut gehen sollte. Okay. Ja, danke. Ja, einfach nur Tierarzt. Ach krass, da kannst du für 10 Frühlingsmarken kannst du dein Pferd auf Kondition bringen. Also weißt du, wenn du dich nicht um dein Pferd kümmerst, dann wird es doch so langsam. Ja. Und also dein Pferd zum Beispiel ist langsam. Hier rennt so eine Johanna rum mit blauem Ausrufezeichen. Ja, das ist halt so eine tägliche Quest wahrscheinlich. Bei mir hat die kein Ausrufezeichen. Was wollte ich sagen? Genau, wenn du dann dich nicht um dein Pferd kümmerst, dann ist es ja langsamer. Mhm. Und ja. Okay, was gibt's hier noch? Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, hier ist nichts mehr. Also ich habe noch ein gelbes da unten. Ja, das ist das Dressurding, wo wir waren. Aber sonst habe ich nichts. Mhm. Hier kommen so noch Pferde hin, Verkaufspferde, aber die kommen erst nächste Woche. Ja, dann habe ich... Ja, ich glaube, wir haben noch was in Moorland, gell? Ja. Dann lass uns mal mit dieser Kutsche hier. Wo bist du eigentlich gerade? Hier, bei der Kutsche. Bei welcher Kutsche? Wo wir hergekommen sind, ganz am Anfang. Ach da, okay, genau. Ja. Wenn du mit denen sprichst, dann kommst du wieder nach Moorland. Mhm. Oder Moorland, keine Ahnung. Wie man es richtig ausspricht. Da haben wir, glaube ich, noch ein Rennen. Oder... Eine Quest, ich weiß es gerade nicht. Siehst du das auf der Map? Ja, ein gelbes Ausrufezeichen. Hier ist noch irgendwie so ein Umtauschding. Achso, das ist wieder der Tierarzt, okay. Ach, hier, und hier gibt es diese... Cool. Satteltasche seit Fohlenpflege. Ich kaufe das jetzt direkt. Ich finde das cool. Und ich habe es noch nicht, also... Kann man das so in seine Satteltasche reinmachen? Oh, süß. Achso, du bist da oben schon. Oh, sorry, okay. Ich bin mal wieder voll am Trödeln. So, bei der Julie. Ja, bringt uns das gerade was.
Ja, mach mal Teilnahme an einer Meisterschaft. Okay. Da, also das musst du nicht lesen, das ist einfach nur, dass wir an einem Championat teilnehmen. Und jetzt lass uns mal gucken, wie viel Uhr haben wir gerade? Es ist 22.43 Uhr. 43, 22.43 Uhr? Ach, steht da ja sogar. So, ich bin so blind. Das nächste Championat ist um 23 Uhr in Moorland. Machen wir das dann noch am Schluss? Ja, können wir machen. Müssen das wir ist eine Viertelstunde. Genau vor uns steht eine mit blauen Ausrufezeichen. Sollen wir da auch noch mit rein? Nee, lass mal erstmal mit der reden, weil die hat noch so ein gelbes Ausrufezeichen bei mir. Bei dir auch? Ja, den Wettkampf feiern. Ja, genau. Du bist irgendwie voll leise. Kannst du dich ein bisschen lauter machen nochmal? Geht es? Jetzt sollte ich lauter sein. Ja. Genau. Da machen wir mal die Quest, den Wettkampf feiern, okay? Ja. Hast du schon an einer unserer Meisterschaften auf Jorvik teilgenommen? Das sind Elite-Herausforderungen für alle Reiterinnen, die sich mit anderen messen wollen. Auf den Meisterschaftstafeln findest du die einzelnen Startzeiten. Halte die Augen nach den Organisatoren der Meisterschaften offen. Sie sind bereit, Teilnehmer Bonusbelohnungen zu gewähren. Achte nach deiner Anmeldung darauf, den Startbereich nicht zu verlassen, bevor das Rennen begonnen hat. Okay, also das ist ja wirklich so Basic-Erklärung von Championaten. Okay, und man kann bei ihr quasi hinkommen, um einen schnelleren Transport zu den Meisterschaften zu erhalten. Okay, ja, dann haben wir das jetzt erledigt, diese Quest. Boah, wir haben schon einfach 43 Frühlingsmarken und ich habe ja gerade für 40 eingekauft. Das heißt, du müsstest 83 Frühlingsmarken haben, oder? Guck mal in dein Inventar. Ja, habe ich. Hab 83? Ich ja. Boah, krass. Einfach 83 Frühlingsmarken an einem Tag. Sollen wir doch mit Beatrix reden? Ja, genau. Beatrix. Beatrix ist auch ein crazy Name. Tätiges Training, okay. Mhm. Jetzt machen wir quasi erstmal das Rennen alleine. Ja. Das und danach 800 Pferde-XP, oder? Ja, 800 Pferde-XP ist krass, oder? Also, die mal vielleicht für dich als Vergleich, die anderen Rennen auf Jorvik haben so 250 Pferde-XP. Also, ich finde 800 ist echt viel. Deswegen mag ich eigentlich auch ganz gerne so Events, weil da kann man wirklich richtig schnell sein Pferd leveln. Du dich wieder am Konzentrieren. Ja. Das ist so niedlich. Okay, dann sind 800 schon krass. Ja, eben. Also, wie gesagt, es gibt sogar manche Rennen, bei denen bekommt man nur 125 Pferde XP. Und so. Und die längeren Rennen bekommt man so 250 Pferde XP. Und 800 ist wirklich... Also, das ist wirklich sehr viel. Und vor allem, du siehst ja... Ich weiß nicht, ob... Nee, ihr seid erst später gekommen mit dem Raid. Also ich habe im Anfang vom Stream dieses Pferd gekauft. Und da war das Pferd auf Level 1. Und jetzt bin ich mit diesem Pferd schon auf Level 8. Einfach in... Wie lange streamen wir? In 2 Stunden auf Level 8 gekommen. Also, ja. Du müsstest jetzt erst eine Gruppe machen mit mir. Ja, wir müssen nochmal eine Gruppe machen. Sollen wir die da auch einladen? Mich immer voll blöd, wenn man keine Gruppe findet. Dann ist es immer voll schwer so. Ja, komm doch in Gruppe. Ja, komm doch in unsere Gruppe. Ich habe sie sogar eingeladen. So. Ja, das mit dem Gruppenrennen ist immer voll blöd, wenn man dann keine Gruppe findet. Deswegen wollte ich unbedingt mit dir zusammen streamen, damit wir, damit ich nicht 100 Jahre warten muss, bis man mit jemand anderes in eine Gruppe kommt. Deswegen, wir müssen sozial sein und andere Leute in unsere Gruppe einladen. Komm in meine Gruppe. Wie dieses Game, Leute. Ihr seid voll langsam beide. Ja, Angeberin. Weißt du, welches Level sie ist? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich angeklickt.
Ich frage mich, warum ihr so langsam seid und warum ich so schnell bin mit meinem Level 12. Ich müsste eigentlich voll schlecht sein. Du wirst schon irgendwie cheaten. Nein. Oh, meine Stimme hat gerade von den Voice Cracks. Nein. So. Ich bin im Ziel. Du hättest ruhig vor dem Ziel nur mal ein paar Sekunden warten können. Okay, mache ich nächstes Mal. Aber ihr seid doch schon beide da. Ja. Das war doch gut. So. So, cool, man kann nicht gerne schreiben. Man kann das nicht schreiben. Wusste, dass man ja jetzt nicht mehr Deutsch schreiben kann. Aber man kann einfach das Wort gerne nicht schreiben. Kann das an Satteldecke Knöcheltape hängen? Kann das an der Satteldecke Knöcheltape hängen? Ach so, Knöcheltape. Das heißt übrigens Bandagen bzw. Gamaschen. Gamaschen sind die Dinger, die man schnallt, also mit Klettverschluss zum Beispiel. Und das hier sind Bandagen, die werden gewickelt. Also nicht Knöcheltape. Wobei Knöcheltape das coolere Wort irgendwie ist. Also genau, hier siehst du, das hier sind Bandagen. Das hier sind Gamaschen, so. Und meins sind Bandagen, genau. So, das hier, die sind mit so Klettverschluss. Und meine sind so gewickelt. Das kann daran liegen, theoretisch. Weil die haben ja so Werte. Hier. Aber man kann nämlich auch bei anderen Leuten gucken hier, zum Beispiel inspizieren. Bei mir steht immer noch, dass du auf Level 2 bist mit dem Pferd. Ja. Voll komisch. Nur wenn ich auf inspizieren gehe, dann steht da Level 8 erst. Aber hier steht zum Beispiel, die Laune von dem Pferd ist richtig schlecht. Und das ist der Grund, warum das Pferd so langsam ist. Und hier kannst du dann zum Beispiel das anschauen, was die anderen da tragen. Hier. Wenn du so auf Inspizieren gehst. Ja. Und da kann man dann auch die Werte von den anderen sehen. Hier siehst du zum Beispiel, der Sattel hat Stärke plus 1, Geschwindigkeit plus 3 und Agilität plus 2. Und mein Sattel hat genau die gleichen Werte. Also es ist eigentlich so, dass fast alle Sets die gleichen Werte haben. Vor allem die neuen Sets haben eigentlich alle die gleichen Werte. Und nur die alten Sets von vor, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren. Das Spiel gibt es ja schon seit, ich glaube, 12 oder 13 Jahren. Und die ganz, ganz alten Ausrüstungsgegenstände haben ein bisschen schlechtere Werte teilweise. Aber die ganz neuen Sachen haben eigentlich alle gute Werte. Deswegen, es macht eigentlich keinen Unterschied in dem Sinne, welche Ausrüstungen du jetzt hast da. Aber ich glaube, es ist eher mit der Motivation. Dann liegt es an der Laune und Motivation des Pferdes. Ja, genau. Also, weil das Pferd halt schlecht gelaunt ist. Das Pferd wird schlecht gelaunt, wenn du dich nicht darum kümmerst. Also, wenn du das nicht putzt, nicht fütterst und so, dann wird es schlecht gelaunt, sozusagen. Ja. Und dann wird es langsam. Ist ja auch irgendwie verständlich. Ich würde auch langsamer laufen, wenn ich nichts zu essen bekomme. Okay. Ja, wir haben aber jetzt nichts mehr. Was? Du läufst auch mit Essen nicht schnell. Danke. aber ich glaube, wir haben jetzt hier nichts mehr, oder? Nee, wir müssen jetzt zum Championat. Ja. Wie viel Uhr haben wir denn? 52. Oh ja, okay, gut. Wir können eigentlich noch in Moorland vielleicht so Rennen machen. Weil ich meine, es sind noch 8 Minuten bis zum Championat. Dann können wir die Zeit noch überbrücken mit Rennen. Bist du da gerade runtergesprungen? Ja. Voll gut, du hast einfach die Abkürzung genommen. Ich bin so extra außenrum geritten, weil ich so zivilisiert den Weg reiten wollte. Du hast so abgekürzt. Ich wollte halt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin da nicht drüber gesprungen, weil ich dachte, du kommst nicht hinterher. Also, dass du das nicht schaffst, den Sprung. Und deswegen bin ich außenrum geritten. Und ja, das war vielleicht ein kleiner Diss an dich. Okay, hier gibt's ja so Pferderennen. Die können wir noch machen.
Hast du die auch? Ja, viele. Und hier zum Beispiel, habe ich es gerade zu schnell weggeklickt, aber bei dem Rennen kriegt man zum Beispiel nur 125 Pferde-XP. Oh, die Musik liebe ich einfach. Ich liebe diese Musik. Ist so schade, dass das Rennen nur so kurz ist. Weil dann hört man so wenig von dieser schönen Musik. Ah, komm schon. Wir dürfen das Championat nicht verpassen, gell? Ja. Sonst müssen wir eine Stunde warten auf das nächste und darauf habe ich keine Lust. Wenn ich Hunger habe, will das niemand sehen. Ich fühle das. Ich bin auch leider jemand, der, wenn er hungrig ist, sehr zickig wird. Leider. Ich bin nicht stolz auf diese Eigenschaft. Also es ist wirklich eine Schwäche, würde ich sagen. So. Wie weit bist du? Ich reite gerade den Berg runter von der Wildstrecke. Achso, du machst Lorettas Rennen. Ich mach diese kurzen Rennen. Ich fühle die Musik so sehr. Haben wir noch Zeit für ein Rennen? Nee, ich glaube nicht. Wir haben 55 jetzt, also... Ja. Ja, doch, wenn du dich beeilst. Hier sind doch diese kleinen Rennen, bei der einen hier. Sprich mal mit der, für die kleinen Rennen hast du auf jeden Fall noch Zeit. Also, ich mache noch ein Rennen und dann gehen wir zum Championat, okay? Okay. Weil ich will auch nicht 5 Minuten rumstehen. Ich mache noch diese Rennstrecke von der Loretta. Aber hey, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das ist doch irgendwie so eine Werbung, oder? Du bist nicht Snickers. Du, wenn du Snickers. Ah. Aber ich werde von Süßigkeiten nicht satt. Das ist echt schlimm bei mir. Deswegen diese Werbung. Ja, so sie stimmt. Aber ich würde von einem Snickers trotzdem nicht satt werden. Ich habe immer das, also, ich bin vielleicht ein komischer Mensch, aber bei mir ist es wirklich so, ich kann nichts Süßes essen, wenn ich Hunger habe. Weil es ist für mich kein richtiges Essen und ich werde davon einfach nicht satt. Und mein Mann ist da voll der anderen Meinung. Der sagt zum Beispiel, man könnte Pfannkuchen oder sowas auch als Mittag essen. Für mich ist Pfannkuchen halt einfach so ein Snack oder so ein Nachtisch. So Pfannkuchen mit Zimt und Zucker oder Apfelmus oder Nutella oder so. Das ist für mich halt ein Nachtisch oder ein Snack, aber kein Mittagessen. Aber zum Beispiel vor meiner Familie viele Leute oder auch mein Mann, die sagen immer alle so, ja, also das ist schon ein richtiges Mittagessen. Aber für mich... Du, wo bist du? Ey, ich bin bei Loretta, da kommst du gerade an. Da kommst du gerade angeritten, ja. So, jetzt können wir zum Championat gehen, wenn du möchtest. Wobei, wie viel Uhr haben wir? Na. Jetzt haben wir 3 Minuten noch. Ja, hey, Moritz, ja komm, lass uns zum Championat gehen. Ich habe überlegt, ich könnte halt noch die ganz kurz... Ach, nein, komm, ich mach das noch. Nein. Doch, doch, ich bin schnell, ich bin gut, du kannst schon mal zum Championat gehen. Die Strecke Ahnung, ist kurz. Das ist. Das ist auf der Map, ist es so eingezeichnet oder bleib kurz da stehen. Das ist auf der Map ist es mit so einem Pokal eingezeichnet. Nochmal die Map auf. Siehst du da so Pokale? Nein. Ach doch, da oben. Das ist hinter diesem weißen Gebäude. Oder hinter diesem weißen Gebäudetrakt, sagt man das so? Also, das sind ja mehrere Gebäude dort. Dahinter ist es. Das ist der Championatsplatz. Ey, wenn ich jetzt das Championat verpasse, dann lache ich einfach. Ich nicht. Du kannst ja das Championat ohne mich reiten. Ich weiß immer nicht, wo ich hinreiten soll. Ja, warte, ich komme. Aber es dauert jetzt keine 5 Minuten, dahin zu reiten, also. So, ich jetzt hoffe, komm mit. Komm. Wir haben nämlich nur 2. Also. Komm. Schnell. Kommst du?
Ja, ich bin hinter dir. Ja, in 2 Minuten steht er sogar dran. Kommst du? Ja, ja. Boah, krass, wie viele Leute hier einfach sind. So, und jetzt musst du zu dieser Tamika, heißt sie, gehen und musst dich da anmelden. Bist du schon mal ein Championat geritten? Ich glaube schon. Irgendwo hier müsste es noch eine geben, bei der man so Marken bekommt, glaube ich. Da ist noch so ein blaues Ausrufezeichen. Ja, rede mal mit der. Ah, nee, das war der Tierarzt. Bla bla bla, bla 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 bla. Nee, hier ist sonst niemand. Agnes! Mehr. Rede mal mit dieser Agnes. Ach, da hinten. Da kriegst du dann noch so zusätzliche Sachen. Okay, hab geredet. Da kriegst du nochmal 300 Pferde-XP, glaube ich. So, ja. Gut. Jetzt noch den Magic Moment machen. Noch alles kurz machen. Panisch noch alles kurz abklicken, bevor das Championat anfängt. Aber ich bin jetzt fertig. Okay, ich habe alles angenommen. Gut. Snickers. Genau. Ja, das... Ich bin so schlecht darin, mir Werbung zu merken. Mir geht's nicht um Süßkram, sondern nur um den Spruch und das, was dran ist. Ach so. Entschuldigung. Ich habe es nicht gecheckt. Aber ja, bist du so vom Typ her, dass Süßigkeiten auch oder süße, was heißt Süßigkeiten? Zum Beispiel so süße Pfannkuchen ist ja kein, also für mich ist es keine Süßigkeit, sondern eher so ein Nachtisch. Bist du so auch, dass für dich so süße Sachen kein richtiges Essen sind? Oder sagst du, man kann auch von süßen Sachen satt werden? Das würde mich jetzt interessieren. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht ich selbst, wenn ich hungrig bin. Dann bin ich... Doch, ich bin schon ich selbst, aber ich in zickig halt dann. ich glaube, du bist in einer anderen Championatsgruppe wie ich. Kann das sein? Keine Ahnung. Wann startet dein Championat? In 14 Sekunden. Okay, dann bist du in der besseren Championatsgruppe wie ich. Oh nein. Meins startet nämlich erst in 20 Sekunden. Das heißt, du reitest mit dem Besseren. Viel Spaß. Das Einzige, was du machen musst, ist ins Ziel kommen, okay? Ist egal, wie vielter du wirst. Du schaffst es. So, jetzt startet auch mein Championat endlich. Soll ich ja am Anfang gleich immer schön den Boost mitnehmen? Ich finde, das Moorland-Championat ist so richtig Mario Kart auf Wish bestellt. Irgendwie... Früher gab es dieses ganze Boost-Zeug nicht. Das ist voll komisch, bei mir zeigt es an, also in der Liste bin ich nicht Erster, aber halt auf der Map bin ich Erster, das ist voll komisch irgendwie. Ich glaube, bin Fünfter oder so. Obwohl ich noch keinen Fail hatte, aber ja, ich bin Fünfter. Aber ich bin nicht so... schnell, also mein Pferd ist halt ein bisschen langsam. Beziehungsweise die anderen sind Level 15. Die sind halt einfach schneller als ich. Kann ich nicht mithalten. Ich kann nur hoffen, dass irgendjemand failt. Wenn so 2 Leute vor mir noch failen, dann bekomme ich noch eine Schleife. Aber wir sind eher schnell zum Ziel. Ich bin jetzt Vierter. Ich bin gefühlt nur weit weg vom Ziel. Komm, streng dich ein bisschen an. Oh, ich muss mich anstrengen. Dann werde ich vielleicht Dritter. Oh, nein, ich bin wieder Fünfter. Es ist so undankbar. Ich hatte noch kein Fail, aber ich werde... Oh, jetzt habe ich den Boost verpasst. Okay. Oh, nein, ich war kurz Dritter. Ich war kurz Dritter und jetzt bin ich Vierter. Es ist so undankbar. Ich hasse es, Vierter zu sein. Weil man bekommt genau das gleiche wie die 20. Person. Und nur Dritter, also nur Erster bis Dritter bekommen coole Sachen. Wenn du Vierter bist oder 20. bekommst du einfach das gleiche. Das
ist so undankbar, Vierter zu sein. Nee, ich war sensationeller 17. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Aber Vierter ist schlimm, finde ich. Schoki und sowas esse ich wenig. Vom Essenstyp her esse ich zum Dessert eher Käseplatte und Oliven. Also eher deftig. Oh ja, ich liebe Oliven. Aber ich mag Oliven auch nicht nur als Dessert, sondern auch als Vorspeise. Also so Oliven mit Brot oder so und dann so Olivenöl. So eingelegte Oliven. So lecker. Bei uns waren nur 19 Leute in der Gruppe. Und 2 haben es nicht ins Ziel geschafft. So, dann holen wir mal unser ganzes Belohnungszeug ab. Kannst einfach zu denen hingehen. Nein. Was? Los? Ich hatte eine Dings nicht. Was? Ja. Eine? Hätte Marken bekommen können. Was denn? Da stehen 2 so direkt nebeneinander. Die eine ist für irgendwelche, keine Ahnung, Gruppen oder sowas. Ja. Und also eine Pferdetrainerin und da genau davor steht nochmal eine. Wo? Hier? Ja. Und die sagt jetzt zu mir, dass man... Ja! Die Julie! Ja. Oh nein, die habe ich vorher gesucht. Das war die, die ich meinte. Da hätten wir so Marken bekommen können. Die, das ja, genau. War die, die ich meinte. Aber die habe ich vorher auch nicht gesehen. Also ja, haben wir beide nicht gesehen. Ist egal. Beim nächsten Mal wissen wir es dann. Ich habe es auch nicht gecheckt, weil ich dachte, dass halt hier diese Pferdetrainerin steht. Hm. Das habe ich auch vorher gedacht. Ich will dann noch ganz kurz... Achso, nee, egal. Müssen wir nochmal hoch zum Reitsport-Event jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, müssen wir. Siehst du, da ist so grün, so ein grünes Ausrufezeichen. Dann lass mal dahin. Oliven und Bruschetta. Sag mal Bruschetta? Bruschetta? Wie sagt man das nochmal richtig? Bruschetta oder Bruschetta? Hallo? Ist es Brusch, wie du das nennst, ob es schmeckt? Nein, aber wie spricht man das richtig aus? Ich glaube Bruschetta, aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, du bist der Italiener hier. Ich ziehe ich damit auf. Okay, ich habe beide Sachen abgegeben hier bei mir. Ich bin jetzt Level 9 und du? Level 9. Wir sind gleichzeitig abgelevelt. Ja, ich liebe auch Bruschetta oder Bruschetta. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich liebe das über alles. War auch schon als Kind so. Als Kind, ich weiß gar nicht, ob ich als Kind eher so die Süße war. Also ob ich da eher süße Sachen mochte. Ich weiß es gar nicht. Wie es bei mir war. Ich weiß nur, wie es jetzt ist. Okay. Wollen wir uns einfach hier hinstellen. Nebeneinander. Oh, ich glaube, sie wollte ein Gruppenrennen machen. Es tut mir mal leid, wenn man dann mit den Leuten kein Gruppenrennen machen kann. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle Feierabend, wenn wir jetzt eigentlich alle Quests erfüllt, oder? Ja. Die wir so machen wollten. Also danke, dass ich heute dabei sein durfte und viel lernen konnte für mein Leben. Was war am besten? Ja. Das Rap-Battle? Das Rap-Battle und natürlich hier, wie böse Sabine wohl ist. Also ich fand das Schweinefreilassen am witzigsten. Oh Mann. Ja, also nächste Woche können wir dann weitermachen, wenn du willst. Weil nächste Woche gibt's dann neue Quests. Also nächsten Mittwoch. Wenn du möchtest. Können wir gucken. Müssten wir hinkriegen. Na, nächste Woche geht nicht, weil da bin ich ja in der Türkei. Ich wollte gerade sagen, da ist irgendjemand für uns beiden nicht da. Ja. Ja, dann Ende nächster Woche oder so. Machen wir dann weiter. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht machen wir dann morgen mit It Takes Two weiter oder übermorgen. Mal schauen. Danke nochmal an Drachenseele für dein Stufe 1 Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke euch auch allen fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Und auch nochmal danke für den Raid. Richtig cool, dass ihr so rübergekommen seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream.
Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Stream. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf den Discord-Server kommen, Ausrufezeichen Discord. Da kriegt ihr Stream-Benachrichtigungen und auch für YouTube so Benachrichtigungen, wenn ein neues Video ist und so. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich guck mal, wen wir jetzt noch raiden können.